Grüß euch alle miteinander. Ich möchte euch recht herzlich willkommen heißen im Namen von der Regionalgruppe Vöcklabruck, der österreichischen Berg- und Kleinbäuerinnen und Bauernvereinigung. Es waren eh viel in Gampern schon vor einem Monat ungefähr und die kennen mich schon, aber ich möchte mich trotzdem noch mal vorstellen für die, die es mir noch nicht kennen. Ich bin die Christine Bichler-Brix, bin Bäuerin in Staubach am Attersee. Wir haben 13 Mutterkühe, mein Mann ist Lehrer in Bolle in Seewolchen und ich bin derzeit Obfrau der österreichischen Berg- und Kleinbauernvereinigung. Ich werde jetzt immer ÖBV sagen, also dass ich nicht immer den langen Namen sagen muss. Für die ÖBV noch nicht kennen, das ist ein österreichweiter parteiunabhängiger Verein, den es schon 41 Jahre gibt und wir setzen uns für den Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft ein und also vor allem für kleinere und mittlere Betriebe. Wir haben natürlich auch nichts gegen große Betriebe, aber es ist einfach ein Anliegen von uns, dass auch kleinere Betriebe überleben können und eine Zukunft haben. Und wir möchten wirklich Bäuerinnen und Bauern dazu ermutigen, dass sie sich für ihre Höfe einsetzen und für gute Lebens- und Arbeitsbedingungen eintreten. Wir glauben, dass wirklich jeder Betrieb wichtig ist, jeder landwirtschaftliche Betrieb, ob er klein ist oder groß. Und ich glaube einfach, dass die regionale Versorgung sehr, sehr wichtig ist und leider in letzter Zeit immer weniger wird. Aber ich glaube, wir müssen da wieder in eine andere Richtung gehen. Und natürlich auch die Pflege der Kulturlandschaft und die Kultur überhaupt wird auf den Höfen gepflegt und das ist einfach eine ganz eine wichtige Sache, die wir uns auch wieder, wir Bauern und Bäuerinnen uns wieder bewusst sein müssen, dass das einen Wert hat. Die ÖBV hat 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also 2 Frauen und ein Mann, die wirklich sehr fleißig sind. Die Irmi ist eine davon. Und die Irmi arbeitet, glaube ich, 40 Stunden oder mehr und kriegt nur 20 Zeit, weil wir nicht mehr Geld haben. Wir haben einen recht aktiven Vorstand von 10 Bäuerinnen und Bauern aus ganz Österreich. Und es gibt verschiedene Regionalgruppen und so, also zum Beispiel auch Bäuerinnengruppen, die es in Linz immer trifft und dann irgendwas ausheckt, was für uns Bäuerinnen halt gerade ansteht. Und jetzt gibt es zum Beispiel gerade einen agrarpolitischen Grundkurs. Das ist in einem Bäuerinnen-Seminar entstanden, die Idee, wo 25 Leute sich mit Agrarpolitik in Österreich und eigentlich auch international auseinandersetzen. Und wir glauben einfach, dass das wichtig ist, dass wir uns mit Politik befassen, weil sonst wird die Politik für uns gemacht und nicht mit uns. Und das ist einfach, glaube ich, in letzter Zeit ein bisschen passiert, dass wir das ein wenig übersehen haben. Und da müssen wir uns einfach wieder ein bisschen interessieren. Was uns ganz wichtig ist in der ÖBV, das ist die Ernährungssouveränität, weil wir beobachten, dass die Kontrolle über die Ernährung immer mehr von internationalen Konzernen oder österreichische Konzerne, also die nehmen das immer mehr in die Hand. Auch der Boden wird zunehmend aufgekauft von Industriellen. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass die Ernährung und auch der Boden in die Hand von Bäuerinnen und Bauern bleibt und dass wir da gemeinsam mit der Bevölkerung die Kontrolle nicht verlieren. Wir machen auch viel internationale Arbeit, weil wir glauben, dass durch die Globalisierung wichtig ist, dass wir auch mit Bäuerinnen und Bauern aus anderen Ländern und anderen Kontinenten zusammenarbeiten. Es ist einfach nicht egal, wann durch unser Wirtschaften Bauern, kleine Betriebe in Asien oder Afrika oder sonst wo draufgängen. Und das ist leider auch durch verschiedene Freihandelsabkommen ganz massiv passiert. Das wird uns dann vielleicht die Irmi eh noch genauer erklären. Ja, wir sind kritisch, aber wir bemühen uns, so gut es uns gelingt, um Sachlichkeit und um Fairness und Humor und ein gutes Miteinander. Das ist uns einfach ganz wichtig in unserer Bewegung.
die Freihandelsabkommen, die da jetzt gerade verhandelt werden oder eigentlich kurz vor der Abstimmung stehen, wie es mit CETA ist, gehen leider in eine ganz andere Richtung. Die werden den Wunsch nach Erhalt der Höfe nicht erfüllen, wie es ausschaut. Ganz im Gegenteil. Unsere bauernbündische Vertretung, die obere Führungsriege, versucht uns gerade wirklich da so vorzubereiten, dass TTIP und die ganzen Freihandelsabkommen wichtig sind. Sie sagen sogar, dass das für die kleinen und mittleren Betriebe wichtig ist. Also das sei wirklich dahingestellt und ich glaube, da müssen wir wirklich kritisch und aufmerksam sein und auch immer wieder kritisch nachfragen, was sie da genau meinen. Also zum Beispiel schreibt der Hermann Schultes im Bauer vom 11. Februar, wenn tatsächlich kommendes Jahr 500.000 Arbeitslose in Österreich eine sinnvolle Beschäftigung suchen, werden alle populistischen TTIP-Gegner einknicken und jeden Strohhalm zur Wirtschaftsbelebung ergreifen. Das haben wir in Gampern auch gesagt, es gingen derzeit in Oberösterreich alleine durch die Aufgabe der Höfe jedes Jahr 500 bis 600 Arbeitsplätze verloren. Also die Höfe hören auf und jeder Hof ist, glaube ich, mindestens mal Arbeitsplatz. Und wenn man daran denkt, dass das Freihandelsabkommen das wahrscheinlich noch beschleunigen wird, dann kann man sich wirklich fragen, wo die Arbeitsplätze sind, vor allem auch die sinnvollen Arbeitsplätze, die da geschaffen werden, weil ich glaube, wir können einfach nicht mehr essen, wir können auch nicht mehr trinken und wir können auch nicht mehr Auto fahren und wir sollen es auch gar nicht. Also es werden sich die Arbeitsplätze höchstens verschirmen, aber nicht, ich kann mir es irgendwie nicht vorstellen. Ja, und es geht dann natürlich bei TTIP nicht nur um Landwirtschaft und um gesunde Lebensmittel, sondern um lang erkämpfte Arbeitnehmerinnenrechte, die jahrhundertelang erkämpft worden sind und wirklich auch blutig teilweise und um demokratische Errungenschaften, die da auf dem Spiel stehen. Allein ist, wie die Verhandlungen bis jetzt gelaufen sind, also wirklich unter höchster Geheimhaltung, das ist eigentlich schon ein Skandal. Und es ist nur durch Bürgerinnen und Bürger, die sich da wehren, ist das ein bisschen öffentlicher gemacht worden, aber sehr auch noch nicht. Und darum freut es mich wirklich, dass so viele Leute heute gekommen sind, die sich dafür interessieren. Ich glaube, wir müssen uns da wirklich einmischen, um das zu erhalten, was gut ist in unserem Land. Ich bitte jetzt die Irmi aufs Podium. Die Irmi ist eben Mitarbeiterin und eine Kleinbäuerin im Burgenland. Sie war am 16. Februar im Puls 4 zu sehen bei einer Diskussion zu TTIP und da hat es an Minister Rupprecht der ganze Gas gegeben. Ich glaube, dem ist ein bisschen heiß geworden. Danke. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Danke, Christine, für die wunderbare Einleitung. Du hast ja eh schon eigentlich alles angesprochen. Wir können jetzt schon zum gemütlichen Teil des Abends übergehen. Nein, so ist es nicht. Ich bin ja eingeladen worden, weil ich mich auch schon jetzt mehr als ein Jahr mit diesem Freihandelsabkommen, so wird es genannt, Freihandel, beschäftigte. Also mit TTIP, mit CETA, das ist das Abkommen mit Kanada, zwischen EU und Kanada und insgesamt auch schon länger mit anderen Abkommen. Also ich bin Kleinbäuerin, klein bin ich sowieso, aber auch, wir haben 1,5 Hektar Grund, also wirklich klein, global nicht, global im Durchschnitt, aber in Österreich nicht lebensfähig. Wir machen Saatgut für Gemüse und also für die Firma Rheinsaat im Waldviertel und haben Schafe und verkaufen ein bisschen Gemüse und verarbeiten es weiter. Und ich arbeite schon seit 9 Jahren bei der ÖBV und bin dort als politische Referentin oder Referentin für Öffentlichkeitsarbeit zuständig und auch als Lobbyistin. Also Lobbyismus hat ja oft einen schlechten Beigeschmack, aber ich verstehe mich auch als Lobbyistin für die Interessen der Kleinbauern und der Kleinbäuerinnen, für Ernährungssouveränität, für gute Lebensmittel, für gute Lebensmittelversorgung, für regionale Versorgung von Lebensmitteln. Also ich versuche da zu lobbyieren auf allen Ebenen in Brüssel mit dem Herrn Minister, der mich jetzt inzwischen nicht mehr besonders gern mag.
aber eben auch in den Landwirtschaftskammern. Und ich freue mich besonders, dass so viele Leute da sind, weil wir der Meinung sind, dass nur durch Informationen, nur durch kritische Bürger und Bürgerinnen wir diese Entwicklungen hintanhalten können, die uns unser gutes Leben, das wir da hier alle führen wollen, beeinträchtigen, die uns unsere Demokratie, die ja sehr brüchig ist, aber das, was wir haben, schon auch beschädigen können und uns daran hindern, die Alternativen, an denen wir arbeiten, noch weiter auszubauen. Also insofern verstehe ich Sie alle jetzt als Botschafter und Botschafterinnen von dem, was ich heute sagen werde, und hoffe, dass das so im Schneeballeffekt weitergeht und wir eine wirklich tolle Widerstandsbewegung gegen diese Freihandelsabkommen werden. Ganz am Anfang zeige ich einen ganz kurzen Film, nur so zur Einstimmung. Genau. Die USA sind dabei, ein Freihandelsabkommen auf den Weg zu bringen. TTIP soll die Wirtschaft ankurbeln. Durch das Vereinheitlichen von gesetzlichen Regelungen. Doch ist, was für die Konzerne gut ist, auch gut für uns Bürger? Nahezu alle der von den Verhandlungsführern hinzugezogenen Berater vertreten Konzerninteressen. Dabei geht es um Entscheidungen mit erheblicher Reichweite. Grund genug, den Verhandelnden aufmerksam auf die Finger zu schauen. Doch genau das geht nicht. Denn verhandelt wird hinter verschlossenen Türen. Die Demokratie sieht anders aus. Was steht auf dem Spiel? Welche Interessen stehen hinter dem geplanten Abkommen? Hormonfleisch, Klonrinder, Chlorhühnchen und Gentechnik haben sich in den USA durchgesetzt. In der EU ist all dies noch verboten. Doch die übergreifenden Interessen der Konzerne sind klar. So erklärte zum Beispiel der Verband der US-amerikanischen Schweinezüchter, er akzeptiere kein Ergebnis, bei dem ein verbreitetes Hormonpräparat noch verboten sei. Gasgewinnung durch Fracking wurde in den USA massiv ausgeweitet. Unter hohem Druck wird eine Mischung von Chemikalien und Wasser ins Erdreich gepresst. Trinkwasser und Boden werden hierbei verseucht. Das TTIP verspricht billige Gasexporte. Doch zu welchem Preis? Und wer kommt für die Schäden auf? Umweltverbände weltweit lehnen das Fracking ab. Aufgrund der Finanzkrise haben die USA 2010 ihren Behörden die Möglichkeit gegeben, ausländische Tochterfirmen von US-Banken zu regulieren. Das ärgert die US-Bankenbranche. Mit der EU aber hat sie eine Verbündete gefunden. Denn diese fordert die Anerkennung der schwächeren EU-Gesetze. Wichtige Ansätze einer Bankenregulierung stehen damit wieder auf dem Spiel. Errungenschaften auf beiden Seiten des Atlantiks sind gefährdet. Arbeitnehmerrechte wurden hierzulande hart erkämpft. In den USA hingegen gibt es kaum einklagbare Schutzrechte gegenüber dem Arbeitgeber. Kein Recht auf die Wahl von Betriebsräten oder das Recht für Gewerkschaften, Tarifverhandlungen zu führen. Durch die neu konkurrierenden Märkte werden diese Errungenschaften direkt bedroht. Besonders gefährlich für Staat und Bürger sind die sogenannten Investorstaatsklagen, die durch TTIP ermöglicht werden sollen. Beeinträchtigen Gesetze die Gewinne eines Konzerns, kann er den Staat auf Schadensersatz verklagen, zulasten des Steuerzahlers. Und Klagen sind mehr als wahrscheinlich, denn die Gewinnerwartung wird natürlich beeinträchtigt von Umweltgesetzen, der Einführung von Mindestlöhnen, höheren Steuern oder einem Verbot einzelner Produkte. Problematisch ist, dass diese Klagen nicht vor normalen Gerichten verhandelt werden. Ein sogenanntes Schiedsgericht aus drei Anwälten soll eingesetzt werden, dessen Entscheidungen völkerrechtlich bindend sind. Freihandelsabkommen können die Steuerzahler teuer zu stehen kommen. Das erlebt aktuell Kanada. Hier gilt wie in den USA und Mexiko das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA. In einem Bürgerbegehren entschieden sich die Bewohner der Provinz Quebec, die Umwelt vor dem Fracking zu schützen. Der Fracking-Konzern verklagte daraufhin den kanadischen Staat auf 250 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Auch den vollmundigen Versprechen über Wachstum, Wohlstand und neue Arbeitsplätze ist zu misstrauen. Experten schätzen, dass NAFTA in den USA 700.000 Jobs vernichtet hat. Die Armut im Süden Mexikos nahm deutlich zu. Ganz im Gegensatz zu den wohlklingenden Vorhersagen, die damals überzeugten und die wir auch jetzt wieder hören. Gewinner der Freihandelsabkommen sind alleine die Banken und Konzerne. Noch können wir handeln. Helfen Sie mit, TTIP zu verhindern. Gut, also das war ein kleiner Einfluss am Überblick.
Überblick über was TTIP und CETA und alle anderen Abkommen, die in Verhandlungen stehen, alles bewirken könnten, wenn wir das zulassen. Ich habe vorhin gesagt, ich bin Lobbyistin, ich bin auch noch andere böse Dinge, ich bin auch noch ein Handelshemmnis. Also ich begreife mich als Handelshemmnis, das versuchen will, diesen Handel zu hemmen. Und zwar nicht, weil ich prinzipiell gegen Handel bin, aber Handel, der nicht auf Augenhöhe basiert, Handel, der nicht im Interesse von Bürgern und Bürgerinnen, sondern Handel, der im Interesse von Konzernen und Banken und von den Aktionären dieser großen Konzerne durchgesetzt werden soll. Gegen diesen Handel bin ich sehr wohl. Und wir werden uns jetzt auch gleich anschauen, wieso sind diese Abkommen eben so gefährlich für unsere Errungenschaften, für unsere Demokratie, für unsere Zukunft. Es gibt ja, wie Christine hat schon angesprochen, gibt ja in vielen Sektoren Österreichs gibt es Stimmen, die sind sehr pro TTIP. Der Herr Schultes wurde schon erwähnt, er hat unter anderem in einem Kurier-Interview gesagt, wir führen ja jetzt schon biologische Erbsen in die USA aus, also das wird die Zukunft der österreichischen Landwirtschaft bedeuten, mehr Bioerbsen, Bioerbsen in die USA. Der Minister Ruprecht hat in der auch schon erwähnten Podiumsdiskussion gesagt, naja, aber die deutsche Autoindustrie braucht TTIP, wo ich mir dann schon die Frage stelle, in welchem Bereich er jetzt Minister ist, das ist mir nicht so ganz klar. Und es wird uns alle, die gegen dieses Abkommen noch mobilisieren, uns wird vorgeworfen, dass wir Panikmache betreiben. Also ich bin auch heute da, um ein bisschen Panik zu verbreiten. Nein, mein Scherz, also ich bin nicht dazu da, Panik zu verbreiten, sondern einfach Informationen zu geben, die man auch nicht so leicht bekommt, auch in einer medialen Gesellschaft, wo viele Interessen auch zum Beispiel durch Inseratenschaltungen durchgesetzt werden, indem dann, dass die Berichterstattung dann auch in eine gewisse Richtung geht. Wir haben begonnen mit unserer Kampagne 2013 im Dezember oder 2014 im Jänner, so ein bisschen mehr als ein Jahr. Damals hat noch fast niemand gewusst, dass es TTIP geben soll, dass es Verhandlungen gibt. Das war so eine kleine Randnotiz in manchen Zeitungen, aber es hat sich eigentlich niemand wirklich damit beschäftigt. Und dieses CETA, dieses US-amerikanische, dieses EU-Kanada-Freihandelsabkommen, das ja schon verhandelt ist, aber noch nicht in Kraft ist, wo es auch auf den Tischen Hintergrundpapiere dazu gibt, das ist mehr oder weniger ohne große Beachtung seitens der Zivilgesellschaft verhandelt worden. Da haben wir geschlafen. Also wir haben leider geschlafen, aber jetzt sind wir aufgewacht. Und der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament hat im Dezember gesagt, naja, die erste Hälfte dieses Fußballgames, also dieses Handelsgames, dieses Fußballspiels haben wir verloren, weil wir leider irgendwie nicht damit gerechnet haben, dass so viel Widerstand geben wird, aber die zweite werden wir gewinnen. Und wir sind davon überzeugt, wir werden die zweite sie auch nicht gewinnen lassen. Und da sind wir eben alle aufgefordert, da mitzuspielen in diesem Spiel pro Demokratie, pro Menschenrechte, pro Nachhaltigkeit etc. oder kontra all diese Dinge. Also ich werde ein paar Dinge versuchen zu beleuchten. Wie gesagt, diese Handelsabkommen sind eigentlich nicht nur Freihandelsabkommen im klassischen Sinn, sondern sie sind sehr umfassende Abkommen. Das heißt, sie berühren ganz, ganz, ganz viele Lebensbereiche von uns, also nicht nur die Landwirtschaft, auch die Art und Weise, wie Chemikalien zugelassen werden, die Industrie, Arbeitnehmerinnenrechte, Datenschutz, Gesundheitsvorsorge, kommunale Beschaffung, also was man jetzt einkauft in Kommunen, in Gemeinden, dann Bildung, Kultur etc. Also wirklich mehr oder weniger fast alle Lebensbereiche, die uns betreffen, würden von diesen Abkommen umfasst werden. Und da schauen wir uns das einmal näher an, was das alles bedeutet. Wofür steht eben dieses TTIP? Wir sagen das so TTIP, was Englisch T für T und dann TIP, weil das hat sich eingebürgert, manche sagen TTIP. Und das steht eben für Transatlantisches Handels- und Investitionspartnerschaft. Und das ist auch schon ein Punkt, den ich auch herausstreichen möchte, weil ich ihn persönlich auch sehr wichtig finde, ist, dass die Entscheidungsträger und Politikerinnen und die Lobbyisten, die jetzt nicht für die kleinbäuerliche Landwirtschaft lobbyieren, sondern für die Interessen der Konzerne, dass die auch sich angewöhnt haben, eine Sprache zu verwenden, die uns schöne Dinge vorgaukelt. Weil Partnerschaft ist etwas, was zuerst einmal positive Assoziationen erweckt, positive Gefühle. Also wir haben eine Partnerschaft, das kann ja nur gut sein. Also wir wollen eine Partnerschaft und da wird dann
geredet auch über Harmonisierung von Standards, über Kooperation in der Gesetzgebung. Das sind alles schöne Worte, Kooperation, Harmonie. Das erweckt mal Zustimmung. Und das ist ja auch bewusst, das ist nicht zufällig, dass solche Wörter verwendet werden, dass man nicht einfach sagt, transatlantisches Handels- und Investitionsabkommen, sondern Partnerschaft. Das ist schon einmal eine bewusste Benutzung einfach der Sprache. Und das Ziel ist, das offizielle Ziel ist die Schaffung der größten Freihandelszone der Welt zwischen der EU und den USA. Und das weitere Ziel ist, damit man im Wirtschaftswachstum und Jobs schaffen kann. Das muss man vielleicht auch anschauen vor dem Hintergrund einer Situation, wo wir in der EU jetzt schon wirklich viele Jahre eine Krise haben, wo die Arbeitslosigkeit steigt, wo auch die europäischen Regierungschefs und auch die europäischen Institutionen, Kommission und so weiter auch eigentlich schon längst jetzt mal etwas vorweisen müssen. Sie müssen irgendwelche Erfolge vorweisen. Sie müssen beweisen, dass sie was tun können, um diese Krise zu überwinden. Und da kommt eben so ein Abkommen, das eben vorgaukelt, dass wir diese Krise damit leichter überwinden, natürlich gelegen. Und auf der anderen Seite des Atlantiks, der Herr Obama, der ja mit großen Erwartungen in seine Amtszeit gestartet ist, in seine erste, die zweite Amtszeit war schon ein bisschen weniger, aber trotzdem noch immer, der hat auch nicht so besonders viel vorzuweisen. Außenpolitische Abenteuer, die wirklich nicht besonders glücksbringend waren. Dann die Gesundheitsreform, die nicht wirklich funktioniert hat in den USA. Der möchte auch noch, bevor er dann eben nicht mehr Präsident ist, etwas vorweisen, wo er sagen kann, das habe ich erreicht für uns, für Amerika. Also auf beiden Seiten des Atlantiks ein politischer Druck. Wir wollen Erfolge vorweisen. Die offizielle Argumentation ist eben, wie gesagt, Wirtschaftswachstum, Jobs. Wir machen Jobs und wenn wir den Handel von Gütern und Dienstleistungen, wenn wir den unterstützen, befördern, leichter machen, dann schaffen wir Wirtschaftswachstum und Job. Das ist quasi in einer Ideologie, die sagt, Freihandel schafft automatisch Wohlstand und Wirtschaftswachstum. Es gibt empirische Beweise, also Beweise auch durch Statistiken, dass das nicht immer automatisch so ist. So ist zum Beispiel in den afrikanischen Ländern, die Freihandelsverträge abgeschlossen haben und wo das Wirtschaftswachstum zum Teil auch gestiegen ist, ist aber gleichzeitig die Armut- und Hungerrate gestiegen. Also es ist nicht immer so, dass es automatisch so ist, Handel ist gleich besseres, ist gleich Wohlergehen, ist gleich Wohlstand für die gesamte Bevölkerung, sondern wenn, dann nur für einige wenige. Aber wir leben in einer Welt, wo das mehr oder weniger eine neue Religion ist. Die neue Religion ist, Freihandel ist gut für alle und wird uns alle vorwärts bringen. Der US-amerikanische Botschafter an der EU, den habe ich erlebt im Dezember bei einer Veranstaltung in Brüssel, der hat gesagt, ja, liebe Leute, ich will euch nicht überzeugen von den positiven Wirkungen der Freihandelsabkommen. Man muss einfach dran glauben. Man muss einfach dran glauben. Weil das ist eine Glaubensfrage. Das finde ich interessant, dass das auch explizit so gesagt wird, ist eine Glaubensfrage. Aber Glaubensfragen werden ja eigentlich immer nur uns Gegnerinnen vorgeworfen, dass wir ideologisch sind. Also wir wollen nicht mit euch diskutieren, wenn ihr so ideologisch seid. Bitte diskutieren wir über die Fakten. Und die Fakten sind eben, es gibt Studien, es gibt natürlich viele Studien. Studien kann man immer so, kommt auch darauf an, welche Parameter nehme ich her für meine Studien, also welchen Ausgangspunkt, welche Modelle verwende ich für meine Studien. Ökonomische Studien sind jetzt nicht immer so, also die sind eigentlich weniger zuverlässig noch als die Wettervorhersage, weil wir haben in den letzten Jahren ja viele ökonomische Prognosen erlebt, die einfach nicht zugetroffen sind und wo wir sagen können, ja, das kann man vielleicht auch als ein bisschen wissenschaftlich fundiertes Kaffeesudlesen sehen, wenn man sich anschaut, was ist prognostiziert worden und was ist dann wirklich real eingetroffen. Diese Studien sagen eben, ein jährliches Wirtschaftswachstum von 0,03 bis 0,2% in den nächsten 10 Jahren in der EU. Natürlich sagen die Befürworter das nie so 0,03 bis 0,2, sondern sie sagen 0,3 bis 2%. Aber sie sagen nie dazu, dass das für 10 Jahre gilt. Ja? Und dass das dann pro Jahr eigentlich ein Nasenrommel ist. Eigentlich muss man sagen, das ist nichts. Wenn man sich anschaut, wie die Schwankungen sind, auch in den Prognosen. Der Chef der IG Metall, das ist eine Gewerkschaft in Deutschland, der hat gesagt, wenn er sich diese Zahlen anschaut, dann hat das Wetter mehr Einfluss auf das Wirtschaftswachstum als eben diese Freihandelsabkommen. Und das lässt er nicht als Argument zählen, dass wir das Abkommen brauchen. Dann ist
natürlich Jobs. Wir haben wirklich ein Problem. Schultes hat ja gesagt, wenn wir dann nächstes Jahr 500.000 Arbeitslose haben, dann werden wir endlich geläutert, dann werden wir auch den Glauben der Freihandelsabkommen huldigen, auf irgendwie Reue und Buße, und wir waren ja eh, wir haben quasi falsch gedacht. Das ist insofern absurd, wenn man sich eben anschaut, die Prognosen für Österreich sind 20.000 Jobs. Im optimistischen Fall, im positiven Szenario in 10 Jahren. Also das heißt dann 2.000 Jobs pro Jahr im Durchschnitt. Das ist natürlich schon so, dass man für jede dieser 2.000 Personen das natürlich gut wäre, einen Job zu bekommen. Das wird dann nicht gegengerechnet mit den Jobverlusten, die Christine ja auch schon angesprochen hat, mit was ist mit den bäuerlichen Betrieben, die aufhören müssen, was ist mit den Jobs, die in gewissen Branchen verloren geht. In all diesen Berechnungen wird zum Beispiel auch nicht einberechnet, dass wenn wir vermehrt transatlantisch handeln, wird der EU-Binnenhandel abnehmen. Das ist ganz klar. Wir sind trotzdem, auch obwohl es natürlich in Europa Armut gibt, sind wir trotzdem im Durchschnitt gesättigte Gesellschaften. Wir werden nicht mehr viel mehr konsumieren können. Und wenn wir aber nicht mehr viel mehr im Durchschnitt konsumieren können, dann ist, wenn sich der Handel verlagert über den Atlantik, ist es eigentlich logisch, dass der Handel in der EU in gewissen Bereichen abnehmen muss. Das heißt, es wird dort auch wieder Verlierer und Verliererinnen geben, auch bei den Unternehmen und natürlich auch dann bei den Arbeitsplätzen. Aber das wird nie gegengerechnet, gegen die angeblichen Jobsgewinne. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie schaut es jetzt aus? Wir haben 27 Millionen, die Folie habe ich im Herbst gemacht, jetzt sind es glaube ich 27,5 Millionen Menschen ohne Arbeit in der EU. Also sind 400.000 neue Jobs, die nicht zu vergessen, nicht gegengerechnet sind mit denen, die wir verlieren, wären 1,5%. Das ist wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein, der es meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt, all die Risiken und Gefahren, die durch diese Abkommen uns drohen würden, diese Risiken und Gefahren in Kauf zu nehmen, sondern wir müssen da andere Lösungsstrategien finden. Also aufhören mit dieser ewigen Sparpolitik, aufhören mit der ewigen Austeritätspolitik und Dinge wie ein Grundeinkommen zu diskutieren, Mindestlöhne etc. Ja. Aber das ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss für die Arbeitslosigkeit in Europa. Das sagen ja nicht mal die positiven, optimistischen Studien. Das sind jetzt keine Studien von TTIP-Gegnern. Das sind Studien, die die Kommission in Auftrag gegeben hat. Jetzt kommen wir quasi zum Kern der Sache. Worum geht's? Wir haben gesagt, es ist jetzt nicht nur ein klassisches Freihandelsabkommen, sondern es ist eine umfassende Investitions- und Handelspartnerschaft. Da gibt es 4 Bereiche. Das erste ist das, was klassische Freihandelsabkommen normal regeln wollen. Das ist, Zölle sollen abgebaut werden. Der zweite Bereich ist, da geht es um gegenseitige Anerkennung von Standards und Regeln. Das ist das, was auch als Harmonisierung bezeichnet wird oder als Äquivalenz von Standards und Regeln. Da kommt dann rein, ich beschäftige mich nachher noch damit, da kommt dann das böse Chlorhuhn rein und Hormonfleisch und so weiter. Der dritte Bereich ist eben das Klagerecht, das in den letzten Monaten auch massiv in den Medien diskutiert wurde. Und der vierte Bereich, der ist überhaupt etwas, was sich hinter einem Wort Ungetüm verbirgt, die regulatorische Kooperation oder Konvergenz, was eigentlich wirklich ein trojanisches Pferd ist. Aber eben hinter solchen Wortungetümen kann man sich auch nichts vorstellen. Und wenn man so ein Wort mal liest, dann mag man sich eigentlich auch gar nicht mehr damit beschäftigen, weil es wirklich nicht besonders lustvoll ist, sich mit solchen Dingen beschäftigen, die schon so komisch klingen. Ne? Aber wir schauen uns die 4 Bereiche an. Zuerst im Bereich Zölle. Es wird immer gesagt, es gibt 4% Zölle im Durchschnitt, aber Durchschnitte verdecken einfach die Realität. Ein Durchschnitt sagt einfach wenig aus. Ja. Und es gibt in manchen Bereichen noch sehr hohe Zölle, und das ist besonders der Bereich der Landwirtschaft, wo wir in manchen Bereichen hohe Zölle haben. Und wenn man das anschaut, Zölle in den USA, die USA haben auch noch Zölle, und in der EU, dann ist in den meisten Bereichen sind die Zölle in der EU höher. Das heißt, bei einem Abkommen, wo beiderseitig die Zölle abgebaut werden, würde primär die europäische Landwirtschaft verlieren, außer zum Beispiel im Milchsektor. Und das ist etwas, was der Herr Lebenswertminister, also jetzt Minister Ministerium für ein lebenswertes Österreich, also der Herr Lebenswertminister, redet immer von
damit den Chancen für die Milchproduktion, jetzt haben wir die Milchquoten nicht mehr, das heißt, Überschussproduktion, wir müssen schauen, dass wir es nach China und in die USA abliefern können, die Milch. Und da im Milchbereich haben die USA wirklich weniger Zölle, aber zum Beispiel Rindfleisch, Zucker, viele andere Bereiche, Schweinefleisch, gibt es noch hohe Zölle und die sind dann wirklich recht hoch, also 530 Euro pro Tonne, 1000 Euro pro Tonne in den USA ist das. Das sind schon hohe Summen, die natürlich den Handel verteuern zwischen den beiden Regionen. Und dann muss man einfach sagen, wenn man sich die Struktur der europäischen Landwirtschaft anschaut, wir wissen natürlich auch wieder Durchschnitt, verschleiert die Realitäten. Wir haben Großgrundbesitz auch in Österreich, wir haben Großgrundbesitz in Ostdeutschland, in Frankreich, in Großbritannien und so weiter. Aber im Durchschnitt haben wir in der EU noch immer nur 12,6 Hektar. Das ist sehr wenig und der Durchschnitt ist deswegen auch so gering, weil wir sehr viele kleine Betriebe haben in Polen, in Rumänien, aber auch zum Beispiel in Italien, wo es noch mehr als 1 Million Betriebe gibt. Das wissen viele Menschen gar nicht. Und in anderen Mitgliedstaaten. Und deswegen ist der Durchschnitt so gering mit 12,6 Hektar. Und in den USA ist der Durchschnitt 170 Hektar, fast 170 Hektar. Und da verschleiert natürlich auch dort, dass es dort auch kleine Betriebe gibt. Ich arbeite ja eben für die ÖBV, die international im Netzwerk von La Via Campesina, im Netzwerk von Kleinbauernorganisationen und Landlosenbewegungen, Landarbeiterinnenbewegungen da verankert ist. Und die Via Campesina Bauern von Kanada zum Beispiel, die sich selbst als Kleinbauern verstehen, die bewirtschaften so 200, 300 Hektar. Aber das ist in Kanada, der sagt, ich bin ein kleiner Familienbetrieb. Ja. Also das sind einfach auch andere Produktionsmodelle, andere Realitäten. Und da muss man sagen, wenn man sich das anschaut, ohne jetzt diesen Anti-Amerikanismus bedienen zu wollen, das ist einfach eine strukturelle Voraussetzung, die ein ungleiches Spiel der Kräfte mit sich zieht, bedingt einfach. Man kann nicht sagen, das ist auf Augenhöhe, wenn man sagt, okay, hier haben wir knapp, jetzt muss ich schauen, die Zahl, ich habe es mir nicht gemerkt, also wir haben quasi 13 Millionen Betriebe hier und dort haben wir nur 2, irgendwas Millionen Betriebe, wir haben da diese Durchschnitte, das ist kein gleiches Spiel der Kräfte, das muss man einfach mal sagen. Der zweite Bereich ist das, wo jetzt das böse Chlorhuhn reinkommt. Ich muss mich outen, mir ist das Chlorhuhn nämlich schnurzegal, das ist mir wirklich egal. Wenn das Chlorhuhn das Böseste wäre, was im TTIP wäre, dann würde ich mich jetzt nicht seit einem Jahr engagieren gegen TTIP. Das ist natürlich als populistisches Symbol für die böse US-amerikanische Agrarindustrie wirkungsvoll. Das kann natürlich dann eine Zeitung mit kleinem Format und großer Reichweite gut verwenden. Aber das Chlorhuhn ist jetzt nicht das Dramatischste. Das Chlorhuhn ist aber auch ein Symbol für einen Zugang zu Hygienebestimmungen, zu auch Produktionsmodellen in den USA, der nicht mit dem europäischen vergleichbar ist. In den USA sagt man mehr oder weniger, ihr könnt ja mehr oder weniger Schweinigeln in der Produktion, ihr könnt es auf Teufel komm raus produzieren und nachher wird das ja eh desinfiziert. Ja? Da haben wir dann das Chlorbad, da schauen wir dann schon, dass keine Keime auf den Markt kommen. In der EU, mit all den Problemen, die wir natürlich haben, auch in der EU, gibt es gewisse Prinzipien, dass man sagt, man muss schon während des Produktionszyklus schauen, dass sowas gar nicht passieren kann. Wir verwenden zum Beispiel auch in der EU Chlor in der Desinfektion von Ställen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie wir da nur mit reinem Wasser arbeiten und die Amis halt die bösen Substanzen benutzen, sondern wir benutzen ja auch Chemikalien in der landwirtschaftlichen Produktion. Also das ist jetzt nicht das Dramatischste. Was ist prinzipiell riskant und wogegen wehren wir uns schon sehr wohl und wo haben wir schon auch unsere Befürchtungen und Ängste, ist, dass in den USA und in der EU ein ganz unterschiedlicher Zugang ist zu dieser Bewertung von Risiken. Also ein Risiko, wir sagen zum Beispiel, Risiko sind neue Technologien wie Gentechnologie oder Nanotechnologie. Wir haben in der EU das Prinzip der Risikofolgenabschätzung, das Vorsorgeprinzip, das heißt, wenn in der EU eine neue Technologie, eine neue Substanz auf den Markt kommen soll, muss zuerst einmal der Konzern, der diese Substanz auf den Markt bringen will, beweisen, dass diese Substanz nicht gefährlich ist für Mensch und Umwelt. Dass natürlich in dieser Beweislast, dass das ja oft Schindluder getrieben wird, dass man halt quasi die Konzerne
machen gekaufte Studien, die Wissenschaftler werden gekauft. Das stimmt natürlich alles, ja. Aber prinzipiell muss man zuerst mal sagen, okay, das ist nicht schädlich für euch und wenn diese Beweise nicht erbracht werden, diese wissenschaftlichen Beweise, dann werden die Produkte nicht zugelassen. Das ist natürlich ein Kostenfaktor für die Industrie und deswegen dauert es zum Beispiel auch ziemlich lang, bis neue gentechnisch manipulierte Maissorten auf den Markt kommen. Weil es dauert Jahre, bis die Studien gibt, bis die EFSA, das ist die Behörde in Bologna, die für Lebensmittelsicherheit in der EU zuständig ist, bis sie das bewertet hat. Das dauert. Ja? Und dieses Vorsorgeprinzip wird von den USA als unwissenschaftlich, hysterisch und emotional bezeichnet. Die sagen das, also die Europäer, ne, mit ihrer Hysterie gegen Gentechnologie und überhaupt gegen Technologien. Wir sind wissenschaftsbasiert und bei uns ist es so, Produkte kommen auf den Markt und wenn irgendwer meint, dass die schädlich sind, dann sollte er das auch bitte schön beweisen, dass sie schädlich sind. Ja? Also das heißt, es ist eine Beweislastumkehr, wir müssen dann Wissenschaftlerinnen oder auch Behörden oder auch Konsumentenvereinigungen, Umweltorganisationen, die müssen dann beweisen, diese Substanz ist schädlich und dann wird sie wieder vom Markt genommen. Aber zuerst einmal kann man mal die Produkte auf den Markt bringen. Und das sind zwei Prinzipien, die sind so diametral gegenüber, dass ich mich wirklich persönlich sehr wundere, wenn sich dann unsere Agrarspitzen hinstellen können und sagen, ja, wir sind ja eh total vorsichtig. Wir sind für aber nur die roten Linien. Die roten Linien, Gentechnik, Hormonfleisch, Chlorhuhn etc., Ractopamin, das wird vor allem in der Schweinefleischproduktion verwendet. Alles, das sind die roten Linien, das wird es nicht geben. Und die roten Linien, aber zu glauben, dass man auf der einen Seite Forderungen stellen kann und die anderen werden alle diese Forderungen akzeptieren und die Forderungen der anderen Seite werden aber nicht in der EU, die werden nicht in Betracht gezogen, das ist naiv und das ist blauäugig und da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder sind die wirklich so naiv oder sie haben eine versteckte Agenda, versteckte Ziele, wo sie halt einfach nur in ihren öffentlichen Wortmeldungen das vorschieben, dass sie sagen, wir sind ja eh für die roten Linien. Nein, ihr braucht euch nicht fürchten. Und in dem Bereich muss man schon sagen, es ist auch verkürzt, wenn man sagt, bei uns dürfen dann diese ganzen Technologien verwendet werden, weil das versichern die Kommissare, also der vorherige Handelskommissar, der Karel de Gucht, das war ein Belgier, ein ziemlich politisch ungeschickter Mensch, jetzt haben wir die schwedische Kommissarin Cecilia Malmström, die für Handel zuständig ist, die sagen, nie im Leben werden wir unsere europäischen Standards aufgeben. Das werden sie auch nicht. Und zwar sicher nicht kurzfristig und vielleicht auch gar nicht mittelfristig. Aber man muss davon ausgehen, wenn man eine gegenseitige Anerkennung von Standards macht, heißt das, dass Produkte natürlich, die zu niedrigeren Standards produziert werden, dass die in die EU kommen können und mit den Produkten, die zu höheren Standards produziert werden, konkurrieren. Und wer wird dann bitteschön bessere Wettbewerbschancen haben? Die Produkte, die billiger sind. Und natürlich, wenn ich weniger Auflagen habe, wenn ich grauslicher produzieren kann, weil ich nachher desinfiziere, wenn ich Hormon verwenden kann zum Wachstum, wenn ich gentechnisch manipulierte Futtermittel unbegrenzt einsetzen kann, oder also Futtermittel kann man bei uns eh auch ziemlich viel, aber auch Saatgut, dann habe ich einen Wettbewerbsvorteil. Und der wird natürlich immer eine Nivellierung nach unten machen. Also zu behaupten, dass Standards, die höheren Standards dann irgendwie eine Rolle spielen werden, das ist einfach ein Greenwashing, also ein Reinwaschen. Das sind Heucheleien und Argumente, die dürfen Sie nicht glauben einfach. Das hat es doch nie gegeben, dass wenn zwei Standards miteinander konkurrieren, dass die höheren sich durchgesetzt haben, sondern immer nur die niedrigeren. Und das ist eben sozusagen, die Situation ist nicht mehr in der Landwirtschaft so. Auch in dem Film war kurz angesprochen die Finanzmarktsituation. In den USA haben sie nach dem Schock dieser Subprime-Crisis 2008, also diese Pleite, auch Lehman-Pleite, haben sie wirklich Regelungen eingeführt, wo sogenannte toxische, also gefährliche Produkte zum Teil verboten sind. Die dürfen dort nicht mehr in den Handel gebracht werden. Und in der EU ist das nicht gelungen. Auch der Zivilgesellschaft nicht gelungen, das zu machen. Natürlich sind die US-amerikanischen Finanzmarktinstitutionen, die Banken, die Versicherungsgesellschaften, die Hedgefonds und so weiter, daran interessiert, dass die strengen Regeln in den USA abgeschafft werden. Und natürlich sind die europäischen Unternehmen wie die Deutsche Bank, aber auch Raiffeisen daran interessiert, dass sie auch ihre toxischen, gefährlichen Produkte in die USA exportieren können, also dort auch auf den Markt bringen können. Das heißt, in dem Fall haben wir die schlechteren Standards. Und da werden sich, wenn das Abkommen in dem Bereich auch greift, sich natürlich unsere schlechteren Standards durchsetzen, global. Und in Bezug zum Beispiel auch auf Agrochemieindustrie kann man sehen, dass
die europäischen Agrochemiekonzerne wie Bayer, BASF, Syngenta, die sind ja schon seit vielen Jahren, sind die sauer, um das jetzt salopp zu sagen, dass in Europa eben die Zulassung von Gentechnik und so weiter, das alles so mühsam, so langsam ist. BASF hat sich zum Beispiel von dem Standort Deutschland zurückgezogen, weil sie sagen, das ist alles einfach so kompliziert und es gibt zu viel Widerstand. Und die sind natürlich daran interessiert, dass mithilfe ihrer Konkurrenten von der anderen Seite des Atlantiks sie diese strengen Regelungen kippen können. Das ist jetzt nicht, wie jetzt eben das Kleinformat schreibt, nur das böse Monsanto, sondern Syngenta und BASF wollen ja das genauso. Und sie glauben, da haben sie jetzt eine Chance, dass im Zusammenspiel mit Monsanto und den US-amerikanischen Firmen, Pioneer etc., dass sie das kippen können. Und da gibt es auch Beweise. Man findet gemeinsame Positionspapiere dieser Agrochemieindustrie, man findet gemeinsame Positionspapiere der Chemieindustrie im Bereich Pestizide, im Bereich auch andere Substanzen, man findet gemeinsame Positionspapiere von Finanzmarktinstitutionen, also die schließen sich ja zusammen, um eben diese Handelshemmnisse, das sind eben die sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse, Tarife sind Zölle und so weiter, ja, also diese Handelshemmnisse abzuschaffen. Und was ich persönlich auch so frappierend und einfach so pervers finde, ist, dass Handelshemmnisse ja eigentlich die Errungenschaften der Zivilgesellschaft sind. Und die Errungenschaften der Arbeiterinnenbewegung, die Errungenschaften der Umweltbewegungen. Handelshemmnisse sind im hohen Standard. Handelshemmnisse sind Arbeitnehmerrechte, weil das macht natürlich die Produktion teuer. Handelshemmnisse sind Auflagen für CO2-Einsparungen, Emissionseinsparungen. Das sind alles Handelshemmnisse in einer ganz strengen wirtschaftswissenschaftlichen Sprache oder Ideologie, da sind wir wieder beim Glauben, man sagt, das ist natürlich ein Handelshemmnis, es ist teurer, wenn ich Auflagen habe. Ganz klar, logisch, oder? Also diese Handelshemmnisse, die sollen abgeschafft werden, das ist der zweite Bereich. Jetzt kommen wir zum, also merken Sie sich einfach die ganzen Fragen, die Sie haben zum Schluss, dann können wir das alles diskutieren. Zum Schluss, nein, nicht zum Schluss, das vorletzte Übel, das vorletzte grausliche Ding, ist eben dieses Klagerecht für Investoren, das eben sehr stark auch in den Medien diskutiert worden ist in den letzten Monaten. Was da nicht diskutiert worden ist, das ist ja überhaupt nichts Neues. Es ist uralt, ein uraltes Instrument, das gibt es seit vielen Jahrzehnten. Und es ist auch nicht so, dass es nicht schon unzählige Abkommen gibt, die nennen sich BITs, bilaterale Investitionstreaties, also Englisch für Abkommen. Unzählige Abkommen, in der EU gibt es glaube ich 3000 solche Abkommen und Österreich hat über 60 solche Abkommen. Das sind Investitionsschutzabkommen und die haben ursprünglich die Idee gehabt, wenn jetzt zum Beispiel ein Investor, ein Konzern, ein Unternehmen woanders investiert und er wird ungerechtfertigt enteignet zum Beispiel, dass es da eine Möglichkeit geben muss, dagegen vorzugehen. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, die Föst baut ein Stahlwerk in Bangladesch, ich glaube, hat sie nicht getan, aber wurscht, stellen wir es uns also mal utopisch vor, in Bangladesch gibt es einen Regierungsumsturz, die Föst wird enteignet, hat da vielleicht 2 Milliarden Euro reingebuttert oder so, und das ist aus, nein, das werden wir jetzt nationalisieren, aus. Okay, ist natürlich nicht besonders zielführend, dass man sich dann an die Gerichtsbarkeit des Staates wendet, der jetzt gerade, wo es gerade den Putsch gegeben hat und wo man mehr oder weniger enteignet worden ist. Und um das eben zu verhindern, dass in Ländern, wo man der Justiz jetzt nicht trauen kann, wo man sagen kann, es besteht die Gefahr, dass eben ungerechtfertigte Enteignungen passiert, wurden schon vor vielen Jahrzehnten wurde begonnen, solche Investitionsschutzabkommen abzuschließen. Diese Argumentation kann man ja noch nachvollziehen, irgendwie theoretisch. Ist ja auch nicht so lustig, wenn ich als Bäuerin jetzt wo... Ich sehe mein Weizen an und dann werde ich enteignet und dann ist mein Saatgut, meine ganze Arbeit beim Teufel, dann will ich auch irgendwie eine Möglichkeit haben, dagegen vorzugehen. Und wenn man eben sagt, dass dann eben die normalen Gerichte nicht funktionieren, weil der Staat eben vielleicht korrupt ist und so weiter, dann muss man irgendeine Institution haben. Und das ist der Gedanke dahinter, den wir, wie gesagt, also ich kann den noch nachvollziehen. Österreich hat eben über 60 solche Abkommen, aber Österreich hat diese Abkommen eben vor allem mit Ländern, die jetzt nicht unbedingt, also wir haben es nicht mit Deutschland oder wir haben es jetzt auch nicht mit Italien oder Frankreich, sondern wir haben die mit Ländern des globalen Südens, also Entwicklungsländern, und wir haben sie auch mit osteuropäischen Ländern und Balkanländern, wie Polen zum Beispiel, wir haben es auch mit Malta und anderen Ländern, aber eben nicht mit,
Mit den USA haben wir nichts oder mit anderen. Aber über 60 solche Abkommen gibt es bereits. Der Wirtschaftsminister Mitterlehner hat dann bis vor kurzem sagen können, ja, was regt euch denn immer so auf wegen diesen Investitionsschutzabkommen? Wir haben 60 und wir sind noch nie geklagt worden. Österreich ist noch nie geklagt worden. Weil die sind ja bilateral. Also gilt ja dann auch zum Beispiel für die Konzerne aus Malta, die dann Österreich klagen können, können auch österreichische Konzerne Malta klagen. Jetzt kann er es leider nicht mehr sagen, weil der Julius Meindl hat das benutzt, nachdem die Julius Meindl Bank ein bisschen genervt war, dass es jetzt schon so lange Jahre Ermittlungen gibt wegen Betrugs und so weiter und da nichts weitergeht, hat Julius Meindl beschlossen, jetzt werden wir mal den österreichischen Staat klagen und hat kurzfristig anscheinend seinen Headquarter, seinen Sitz nach Malta verlegt und von Malta aus hat jetzt Julius Meindl Österreich geklagt. Ich weiß jetzt nicht mehr, weiß es irgendwie im Raum, wie viele Millionen Euro, waren es 60, waren es 160? Also es war schon viel Geld, aber ich weiß jetzt nicht, also das müsste ich nachschauen. Also es sind schon einige zig Millionen Euro, ist Österreich jetzt geklagt und Österreich soll jetzt das quasi an Julius Meindl zahlen. Ob Österreich das zahlen muss oder nicht, hängt jetzt von diesem Schiedsgericht ab. Und das, was eben dieses Schiedsgericht, das ist jetzt nicht, muss man sich vorstellen, das ist jetzt ein Ort, zum Beispiel in Straßburg oder in Washington oder irgendwo, wo das Schiedsgericht angesiedelt ist, sondern es ist mehr oder weniger ein Mechanismus. Und dieser Mechanismus, da gibt es verschiedene Mechanismen, auch eines bei der Weltbank zum Beispiel angesiedelt. Und das funktioniert so, dass der Beklagte, also der Staat, einen Richter namhaft macht und der Investor. Nur sind das nämlich keine Richter, sondern sind Rechtsanwälte. Und die Rechtsanwälte sind von Kanzleien, die global sich darauf spezialisiert haben, solche Dinge durchzuführen, solche Schiedsgerichtsverfahren durchzuführen. Und die sind natürlich auch daran interessiert, dass es viele solche Schiedsgerichtsverfahren gibt, weil sie daran verdienen. Also das heißt, manchmal kommen ja gar nicht die bösen Konzerne auf die Idee, einen Staat zu verklagen, sondern die Kanzleien bieten den Investoren aktiv an, einen Staat zu verklagen. Ja, schaut euch das an, das ist jetzt, da könnte man doch klagen, ja, weil sie natürlich dran verdienen. Und diese zwei so Pseudo-Richter, also Anwälte, die machen einen dritten namhaft, das sind dann die drei Personen, gibt es kein Berufungsrecht, kein Anhörungsrecht und so weiter. Das ist auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, keine Zeugen, nichts. Und im Endeffekt kann man sagen, der Staat verliert immer, auch wenn er gewinnt. Weil natürlich die Klagen teuer sind, also auch diese Verfahren sind teuer. Und auch wenn der Staat gewinnt, muss er quasi investieren in Expertise, in rechtliche Expertise, in juristische Expertise, damit er das Verfahren gewinnen kann. Wenn es einen Ausgleich gibt, dann passiert vielleicht was, dass man das Gesetz zurückzieht, dass jetzt da, also es dann offiziell schuld war, dass dieser Investor leider in seinen Interessen beeinträchtigt worden ist und wenn er verliert, muss der Staat sowieso klagen. Und ich habe ja vorher gesagt, also der ursprüngliche Gedanke Enteignung, das war der ursprüngliche Gedanke, aber benutzt wird das, um sozusagen entgangenen Profit einzuklagen. Aber man sagt, okay, bekannt ist das Beispiel, Vattenfall ist ein schwedischer Konzern, der noch dazu eigentlich im Eigentum des schwedischen Staates ist, das ist noch ein bisschen perverser, aber Vattenfall ist ein Atomkonzern, der hat viele Atomkraftwerke in Deutschland gebaut. Jetzt kommt Fukushima, die deutsche Regierung entscheidet sich für Atomausstieg bis 2020, glaube ich, ist es. Und Vattenfall sagt, wir haben aber die Atomkraftwerke bis 2040 oder 50 oder 60 angelegt. Das heißt, wir wollten bis dahin Geld verdienen. Wenn wir jetzt aussteigen müssen, haben wir entgangenen Gewinn. Also bitteschön, jetzt müsst ihr zahlen, weil wir haben das ja zu dem Zeitpunkt, den wir investiert haben, haben wir nicht wissen können, dass ihr da mal aussteigen werdet. Also müsst ihr uns jetzt quasi 3 Milliarden Euro zahlen. Das Verfahren ist noch anhängig. Warum geht das zwischen Schweden und Deutschland? Weil da gibt es eine sogenannte Energiecharta und die enthält eben auch solche Investitionsschutzabkommen. Was wichtig ist, bei Investitionsschutzabkommen werden immer nur die Investoren geschützt und nicht die Staaten eigentlich. Und es ist auch wichtig, dass eigentlich immer nur die fremden Investoren, ja? Also wenn Meindl jetzt nicht seinen Sitz nach Malta verlegt hätte, hätte er jetzt nicht zu Österreich klagen können. Aber weil er quasi ein fremder Investor ist, kann man Österreich klagen. Und das wird natürlich ausgenutzt und das wird in vielen Fällen ausgenutzt. Einen ganz grauslichen Fall gibt es eigentlich auch Veolia, der französische Konzern hat Ägypten geklagt, weil Veolia hat dort die Müllabfuhr in einer Stadt, ich glaube in Alexandria war das, übernommen, hat sich verkalkuliert, hat Verluste gebaut und wollte dann die Gebühren erhöhen. Und das ist ihm quasi nicht erlaubt worden, diese Gebühren zu erholen und klagt jetzt den ägyptischen Konzern, weil
weil der ägyptische Staat oder auch die Kommune damals gesagt hat, nein, wir erhöhen die Gebühren nicht. Das ist quasi dann so auch ein Eingriff in kommunale Rechte. Ja? Weil die Kommunen können nicht geklagt werden, also Linz kann jetzt nicht geklagt werden oder Vöcklabruck Markt. Aber wenn eine Kommune sich darauf beharrt, dem Investor nicht quasi das zu geben, was er will, wird dann der Staat stellvertretend geklagt. Ja? Also würde dann Österreich geklagt werden, wenn jetzt Linz stur ist und quasi da nicht einlenken will. Das Problem ist, einerseits öffentliche Haushalte werden geplündert durch diese Klagen, das sind ja keine Klagsummen, da geht es um Milliarden, Millionen Euro. Das zweite Problem ist der sogenannte Chilling-Effekt. Chilling heißt ja quasi, es kühlt sich ab oder es wird kälter. Chill ein bisschen, Mama, sagen meine Kinder immer zu mir, wenn ich mich aufrege. Also man soll sich beruhigen, ein Beruhigungseffekt, und das bezeichnet das, wenn natürlich Staaten damit rechnen können, dass wenn sie gewisse Gesetze einführen, dass sie dann geklagt werden, na, dann wird die Schwelle natürlich, diese Gesetze einzuführen, vielleicht ein bisschen höher. Oder wenn man jetzt darüber diskutiert, machen wir jetzt strenge Chemikalienschutzgesetze in der EU und wir haben aber dann Angst, dass dann die EU geklagt wird, na klar, wird dann, ist quasi der Hemmschuh größer, ja, dass wir das machen. Ein berühmtes Beispiel dafür ist Philip Morris, also der Tabakkonzern, der hat Australien geklagt, weil Australien einführen will oder ein Gesetz erlassen hat, dass Zigarettenpackerl nur mehr neutral verkauft werden dürfen. Also da darf jetzt der Konzern nicht mehr oben stehen oder die Marke. Steht halt drauf Zigaretten und sie werden sie umbringen, aber es steht nicht drauf, sind sie jetzt von Philip Morris oder sind sie jetzt von Marlboro oder sonst irgendwie. Ne? Und das ist natürlich für Konzerne ist jetzt nicht unbedingt super für den Absatz, wenn da nur mehr Zigaretten oben steht. Und jetzt hat Philip Morris Australien geklagt wegen diesem Gesetz. Sie haben gesagt, wir haben investiert in welche Produktionsfabriken bei euch und wir werden jetzt da sozusagen in unseren wirtschaftlichen Chancen beschnitten. Und die Klage ist noch anhängig, also die ist noch nicht fertig. Solche Klagen dauern jetzt zum Teil Jahre. Neuseeland wollte auch, also Philip Morris hat nicht nur Australien, sondern auch Uruguay geklagt, wegen etwas Ähnlichem. Und Neuseeland wollte auch so ein Gesetz einführen und Neuseeland steht halt jetzt in der Warteposition. Na, schauen wir mal, was da rauskommt. Ja? Wird Australien verurteilt, ja oder nein? Wenn Australien nicht verurteilt wird, dann trauen wir uns vielleicht, aber wenn Australien verurteilt wird, dann lassen wir lieber die Finger davon. Ja? Also das ist eben die Gefahr, die diese Klagen auch mit sich bringen und die halt wirklich, wo man sagen muss, das kann nicht im Interesse einfach von Staaten sein, sowas einzuführen. Vor allem nicht, wenn man bedenkt, dass zwischen den EU und den USA, da gibt es unzählige Konzerne, die ganz viele Tochterfirmen haben. Ja? Also europäische Konzerne, die haben in der EU Tochterfirmen, europäische Firmen, also habe ich jetzt doppelt gesagt, also US-Firmen haben in der EU Tochterfirmen und umgekehrt. Und die können natürlich über ihre Tochterfirmen dann eigentlich ihre eigenen Staaten klagen. So wie es, man muss ja einfach nur den Hauptsitz irgendwo hin verlegen. Und bislang gibt es jetzt 568 solche Fälle, wo noch nicht mal die Hälfte entschieden worden ist. Man sieht in dieser Grafik, dass es halt gut ein Drittel für den Investor entschieden worden ist, gut ein Viertel als Ausgleich und der Rest für den Staat. Aber ich habe ja schon vorher gesagt, also wenn man das Ausgleich, man weiß zum Beispiel auch nicht, was der Ausgleich ist. Ist da was bezahlt worden? Das ist alles nicht transparent. Ist das bezahlt worden? Wie viel ist bezahlt worden? Oder besteht der Ausgleich darin, dass man das Gesetz wieder rücknimmt, was ja auch in dem Film angesprochen worden ist, bei dem Fracking-Gesetz zum Beispiel, ich glaube, das ist noch in Aushandlung, aber in Kanada gibt es auch einen Fall, wo die Papierindustrie geklagt hat gegenüber ein Gesetz, das gewisse Chemikalien verboten hat, wo dann einfach Kanada dieses Gesetz einfach wieder zurückgenommen hat. Okay, na dann lieber doch nicht, bevor man halt geklagt hat. So, jetzt komme ich zum letzten Punkt. Jetzt habe ich Sie schon ziemlich niedergeschwafelt, aber zum letzten Punkt. Das ist eben dieses Ungetüm der regulatorischen Kooperation. Und das ist etwas, was es nicht gibt bis jetzt in bestehenden Handelsabkommen. Also all das andere, die Standards und die Zölle natürlich auf jeden Fall und auch diese Investor-Staaten-Schiedsgerichtsbarkeit, das gibt es bereits in vielen Handelsabkommen. Aber diese regulatorische Kooperation ist was Neues, was man einführen will. Und da will man im Endeffekt, ich lese das jetzt nicht, ich sage das jetzt nicht alles auch ganz genau, wer will, kann sich das anschauen. Im Prinzip geht es darum, dass man eine Institution, ein Body, sagt man jetzt dazu, einführen will, der auch zukünftige Gesetze und Regulierungen schon bevor sie entstehen, darauf abklopft,
ist das gut oder schlecht für den transatlantischen Handel? Das heißt, wenn man sich zum Beispiel überlegt, wir als ÖBV, wir lobbyieren für eine andere gemeinsame Agrarpolitik, die wir zum Beispiel, wir wollen ein bisschen Marktregulierung, also dass da nicht alles irgendwie in alle Welt geschifft werden kann. Wir wollen auch, dass es gewisse Angebotsregulierung gibt, sowas Ähnliches wie die Milchquoten, muss nicht so, so ein nicht funktionierendes System sein wie die Milchquoten, aber so, solche Dinge stellen wir uns vor, wenn wir so, für sowas lobbyieren würden und irgendwer, wir würden auf offene Ohren stoßen, zum Beispiel in der Kommission, was ziemlich unrealistisch ist, aber sagen wir mal, dann wird das, bevor noch überhaupt damit darüber diskutiert wird mit den 28 Mitgliedstaaten der EU, mit den Europäischen Parlament, wird das jetzt mal in diesen Body kommen, in diesen Regulationsrat, da steht Council inzwischen, nennen sie es anders, da reinkommen, da würden jetzt Beamte und Experten dran schauen, okay, was bedeutet das für den transatlantischen Handel? Und das würde bedeuten, dass TTIP sozusagen ein lebendes Abkommen ist, ein lebendes Ungeheuer, weil man, auch wenn wir schaffen, gewisse Dinge rauszukriegen, also okay, es wird kein Chlorhorn geben, weil das Chlorhorn, wegen dem Chlorhorn werden sie nicht TTIP kippen lassen. Ja, also wenn das das einzige Argument ist, gewisse Dinge werden vielleicht rausverhandelt, aber man kann ja über diesen Rat, kann ja auch in Zukunft dann viel passieren. Und das ist etwas, wo wir sagen, das ist die Privatisierung der Demokratie. Da wird Demokratie verhandelt in einem intransparenten Body, wo Beamten miteinander verhandeln und wo natürlich das Einfallstor für Lobbyismus ist, für die Konzerne. Und das ist etwas, was wirklich, also ist sozusagen ein Frühwarnsystem für die andere Seite. Passt auf, ihr US-amerikanischen Firmen, die EU führt vielleicht was ein, was für eure Absatzchancen auf dem europäischen Markt schlecht ist. Oder auch umgekehrt natürlich. Also ich möchte das ganz massiv betonen, es ist nicht die böse USA gegen die arme EU, sondern es sind Interessen von Konzernen auf beiden Seiten des Atlantiks, die einander auch unterstützen und zum Teil natürlich in Konkurrenz stehen, auf Kosten von Bürgern und Bürgerinnen auf beiden Seiten des Atlantiks, auch in den USA. Okay, jetzt haben wir quasi die Inhalte jetzt noch ganz kurz. Wie schaut der Prozess aus? Die EU hat die Kompetenz, Handels- und Investitionspolitik für alle EU-Staaten zu verhandeln. Also die EU-Kommission hat, das ist verlagert von einer nationalen Ebene auf eine supranationale, also auf die EU-Ebene. Das heißt, Österreich verhandelt jetzt nicht Investitionsabkommen, in Investitionen zum Teil schon, aber Handelsabkommen. Österreich verhandelt jetzt nicht mehr allein Handelsabkommen, sondern macht das nur im EU-Gleichklang. Ja, da gibt es ja auch zahlreiche Abkommen. EU-Südkorea zum Beispiel war eins, was in den letzten Jahren verhandelt worden ist, oder EU-Kolumbien. Und das wird jetzt nicht mehr Österreich-Kolumbien, sondern eben, das ist EU-Kompetenz. Jetzt hat die Kommission, 2013 ist sie an den Rat, der Rat sind ja die Regierungschefs der 28 Mitgliedstaaten, herangetreten und hat gesagt, Leute, machen wir dieses Freihandelsabkommen, das ist jetzt die richtige Zeit. Die Amerikaner wollen das, wir müssen was vorweisen. Und den Auftrag zu diesen Verhandlungen hat sie aber von den Mitgliedstaaten bekommen. Und das ist das sogenannte Verhandlungsmandat. Und da haben die 28 Regierungschefs einstimmig im Juni 2013 beschlossen, wir wollen, dass die EU-Kommission das in unserem Namen verhandelt. Und dieses Verhandlungsmandat, das war bis vor ein paar Monate noch geheim. Das hat ja hunderte Seiten, das steht ja nicht nur eine Seite, wir wollen, dass ihr das verhandelt. Da steht ganz genau drin, welche Bereiche verhandelt werden sollen. Und ein einziger Bereich ist ausgenommen worden. Und der Bereich, das hat Frankreich sich durchgesetzt, das war die Musik- und die Filmindustrie, weil sie sich fürchten vor Hollywood. Und das hat Frankreich, hat dann anscheinend so viel Druck ausgeübt, dass Frankreich gesagt hat, wenn wir das nicht ausnehmen, Musik- und Filmindustrie, dann werden wir diesem Verhandlungsmandat nicht zustimmen. Das war eben einstimmig, hat auch natürlich der Herr Faymann dann zugestimmt. Und das Problem ist, es kann auch nur einstimmig wieder abgeändert werden. Also es nutzt auch nichts, wenn drei Mitgliedstaaten sagen, wir wollen das abändern. Ja? Es kann nur mit 28 Stimmen wieder abgeändert werden oder abgeschafft werden. Das geht nicht so leicht. Ja? Das Europäische Parlament hat in diesem Stadium, wo wir jetzt sind, wir haben eben 8 Verhandlungsrunden bis jetzt gehabt, auf beiden Seiten des Atlantiks, immer abwechselnd, einmal in Washington, einmal in Brüssel, nur ein Informationsrecht. Das darf nicht mitdiskutieren, das darf sich nur Dokumente anschauen. Und darf halt irgendwie unverbindlich seine Meinung sagen, darf aber nicht mitentscheiden. Aber, und das ist schon auf innenpolitisch sehr wichtig, es gibt eine ständige Rückkopplung zwischen der Kommission und dem Rat. Also eine ständige Rückkopplung zwischen den Regierungschefs.
Und wenn der Herr Faymann sich hinstellt, dann muss ich dem Herrn Landwirtschaftskammerpräsident Schultes leider recht geben, weil sich hinstellt und sagt, ich bin dagegen, und dann in Brüssel für alles stimmt, dann ist das einfach eine Auswischerei. Ja? Da hat Schultes wirklich recht. Faymann sagt zur Kronenzeit, wir sind gegen Investitionsschutz und so weiter. Faymann sitzt kurz vor Weihnachten am 20. Dezember in Brüssel und stimmt zu im Rat einstimmig, dass bitte TTIP 2015 fertig verhandelt werden sein soll. Und das ist wirklich auch ein Doppelspiel, das auch die SPÖ in Österreich leider treibt. Ja. Das muss man schon sagen. Also der Rat, die sind jetzt nicht so ahnungslos, wie sie immer tun. Ja. Das ist nicht die Kommission. Die sind schon sehr wohl eingebunden. Natürlich die technischen Geschichten, das machen Beamten und so weiter, aber sie sind laufend, werden sie eingebunden in die jeweiligen in den Stand der Verhandlungen, in die Vorschläge, auch die EU an die US-Amerikaner schickt, das wissen die alle. Da brauchen sie die gar nicht so tun, als ob sie das nicht wissen. Genau. Der Prozess, die hauptsächliche Kritik, es ist sehr viel geheim. Das Argument ist immer, wir können ja nicht im Voraus sagen, was wir verhandeln, weil sonst haben wir ja keine gute Verhandlungsposition. Wenn die Amerikaner wissen, was wir anbieten können, die können das ja nicht offiziell machen. Ist in Zeiten von NSA ein bisschen eine seltsame Argumentation, aber bitte, ja, kann man auch noch nachvollziehen, aber auch sogar Dokumente, die bereits in den Verhandlungsprozess eingebracht worden sind. Also das heißt, die EU kommt mit einem Angebot und sagt, okay, das bieten wir an. Nicht mal diese Dokumente werden veröffentlicht, sondern die Dokumente, die Frau Malmström, die sagt jetzt, oh, neue Ära, ich bin die neue Kommissarin, ich mache ganz viel Transparenz, die Zivilgesellschaft wird eingebunden. Die Dokumente, die Frau Malmström veröffentlicht, sind als alte Dokumente, die gibt es schon seit vielen, vielen Monaten und ein Großteil von denen sind schon geleakt worden, also sind schon quasi an die Öffentlichkeit gespielt worden, bevor sie eben offiziell veröffentlicht worden sind. Unsere Forderung ist, alles transparent machen, was zumindest schon auf dem Verhandlungstisch liegt. Man muss sagen, dass die USA noch viel intransparenter sind in den USA. Also da hat die Zivilgesellschaft noch viel weniger Einblick. Sogar die Abgeordneten vom Europäischen Parlament, die dürfen diese Verhandlungsdokumente schon einsehen, aber die müssen in so einen Leseraum, das ist ein Kammerl, da sitzt ein Security-Mensch drinnen, die müssen ihre Smartphones abgeben und dürfen nichts mitnehmen, kein Fotoapparat, gar nichts. Und da dürfen sich hinsetzen mit einem Papier, mit Wasserzeichen, das halt irgendwie von der Kommission zur Verfügung oder das in diesem Raum liegt. Und da dürfen sie sich ein paar Notizen machen, aber sie müssen auch gleichzeitig gestehen, dass sie sicher nichts veröffentlichen werden von dem, was sie da lesen. Also so dürfen dann darf das Europäische Parlament da sich einbringen in die Verhandlungen, totale Geheimhaltung. Und dann gibt es sowas wie Konsultation zu den Schiedsgerichten gegeben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen oder euch das mitbekommen hat. Da hat die Kommission gesagt, es gibt so viel Widerstand gegen diese Schiedsgerichte, wir machen eine Konsultation, also eine Befragung. Das war so technisch formuliert, dass kein Mensch das verstehen hat können. Ich beschäftige mich seit einem Jahr damit, ich habe das auch nicht verstanden. Aber weil das wirklich nur, da hat man juristische Ausbildung dazu gebraucht und noch dazu, normaler Jurist hätte das auch nicht verstanden, nur jemand, der sich quasi in diesem Investitionsrecht und internationalen Völkerrechtssachen auskennt. Die war sehr kompliziert und da hat es dann von gewissen Institutionen wie der Arbeiterkammer, die haben eine Vorlage gemacht. Mit der Vorlage hat man dann quasi auf einen Knopfdruck die Konsultation beantworten können. Und die EU-Kommission hat so viele Antworten bekommen wie noch nie, seit es die Konsultationen gibt, auf dieser Ebene. Und jetzt ist aber noch immer nicht klar, was damit passieren wird, weil jetzt sagt die Kommission, es haben ja alle gleich geantwortet. Das waren ja quasi Online-Tools, das kann man ja eigentlich nicht so ernst nehmen. Ja? Also es waren ja nicht Positionen von Menschen, sondern die haben ja alle nur quasi auf den Knopf drückt. Also das wird jetzt auch nicht, das sind alles nur so Schein, ist als Scheintransparenz und Scheinmitsprache. Man tut so, ihr dürft ein bisschen mitreden. Genau, wer ist involviert? Das sind die Konzerne, das ist vielen von uns eh klar. Die EU-Kommission hat auch zugegeben, dass in den Vorbereitungsgesprächen gibt es Listen, die sind auch öffentlich im Internet, 93% der Gespräche mit Konzernen waren. Und 7% waren dann Gewerkschaften, Umweltorganisationen, Bauernorganisationen und so weiter. Also 7% war nicht Konzern, ja? Das hat die Kommission selber so gesagt.
Das lasse ich, glaube ich, jetzt mit NAFTA, weil ich so ein bisschen lang rede, können wir nachher noch ein bisschen, das war eh auch ein bisschen viel, noch vielleicht, damit man nicht auch so frustriert ist, sagen, boah, Gottes Willen, ja, jetzt geht die Welt unter. Die Susan George, das ist die Mitbegründerin von ATTAC, die hat mal gesagt, if you take the beast out into the light, it will die. Also auf Deutsch, irgendwie, wenn man das Monster ans Tageslicht zieht, dann wird es krepieren. Also wenn man ganz viel Transparenz und ganz viel Öffentlichkeit, wenn alle wissen, worum es geht, dann schaffen die das nicht, das durchzusetzen. Und das ist eben auch der Grund, warum ich ganz am Anfang gesagt habe, ich setze auf den Schneeballeffekt und Sie als Multiplikatorin, weil die meisten Leute wissen ja auch nicht, um was geht. Ja, da gibt es viel, ja, es ist ein bisschen in den Medien, dann sagen die einen, ja, wir brauchen die Arbeitsplätze, die anderen. Aber es geht einfach um so viele Bereiche, wir müssen wissen, um was geht, was auf dem Spiel steht. Und da müssen wir uns wehren. Also das Wichtigste ist Öffentlichkeit, Öffentlichkeit. Und dann natürlich, wir versuchen in dieser Kampagne, die wir haben, auch dann über Bürgermeisterinnen, über Landtage, über Kommunen, über Gemeinderäte zu gehen und Nationalratsabgeordneten da halt auch irgendwie zu informieren und auch unsere Sorgen und Anliegen dort anzubringen. Und natürlich Druck auf die österreichische Regierung, dass sie sagt, sie will einen Abbruch der Verhandlungen. Ich habe gerade gesagt, das geht nicht, die österreichische Regierung allein kann das nicht. Aber wir müssen trotzdem auch schauen, was können wir bei uns machen und hoffen, dass wir sind ja auch europäisch vernetzt, mit vielen Organisationen, in allen EU-Ländern eigentlich, dass dort der Druck auch einfach wächst und dass die Zivilgesellschaft dort ihre eigenen Regierungen unter Druck setzt. Und es gibt einen Termin, am 18. April gibt es einen globalen Aktionstag gegen TTIP und CETA und TISA, gegen all diese grauenhaften Abkommen. Und es gibt auch eine transatlantische Vernetzung. Wir arbeiten viel mit US-amerikanischen Organisationen zusammen, also Konsumentenorganisationen, Umweltschutzorganisationen, Bauernorganisationen, weil es dort ja natürlich auch die Gegner und Gegnerinnen gibt. Und auch mit Kanada, wegen dem CETA-Abkommen. Und wir haben global sozusagen beschlossen, wir machen einen Aufruf für diesen Aktionstag, der dezentral sein soll, also an möglichst vielen Orten auf dieser Welt soll am 18. April gegen diese Freihandelsabkommen demonstriert und informiert werden, Aktionen, bunte, witzige Demos, alles mögliche, Blockaden, was man sich halt vorstellen kann. Und das ist am 18. April und in Linz wird eine Demo, glaube ich, Demo geben und andere Aktionen. Also alle, die sich da Zeit nehmen können, um dort teilzunehmen, das ist wirklich auch wichtig, weil nämlich unter anderem auch Österreich schon noch ein bisschen im Fokus der Aufmerksamkeit ist, weil Österreich, Deutschland und Luxemburg eigentlich die drei einzigen Staaten sind, wo Meinungsumfragen sagen, dass die Mehrzahl der Bevölkerung kritisch ist. Und wenn wir jetzt in Österreich es nicht schaffen, an diesem Aktionstag viele Leute zu mobilisieren, dann glauben die Befürworter, naja, wenn in Österreich da was auf die Beine gestellt werden kann, dann ist es ja eh nicht so dramatisch. Ja? Also wir sind schon auch ein bisschen unter Beobachtung, sozusagen, wie viel Widerstand können wir mobilisieren. Also es ist auch wirklich wichtig, daran teilzunehmen. Und ganz kurz noch unsere Plattform, ich habe ein paar Mal gesagt, unsere Plattform TTIP stoppen. Das ist eine Initiative von der ÖBV und von ATTAC und Südwind, das ist eine entwicklungspolitische Organisation und auch, darauf sind wir stolz, auch die ProG, das ist eine Gewerkschaft, weil es auch nicht immer so leicht ist mit den Gewerkschaftern. Sie wissen ja vielleicht Arbeitsplätze, natürlich, Gewerkschaft ist schwierig, dass wir sagen, wir sind gegen Freihandel, weil der schafft ja eigentlich in dieser Freihandelsreligion Arbeitsplätze. Und die ProG ist aber ganz massiv beteiligt bei unserer Kampagne und unterstützt uns da auch. Und wir arbeiten auch viel mit dem ÖGB zusammen, aber der darf es offiziell nicht sagen, dass er gegen TTIP ist. Also die Spitze will es nicht und die Basismenschen dürfen es deswegen nicht. Genau. Und es gibt ganz viele Organisationen, die sind Unterstützung. Und in Oberösterreich gibt es auch eine ganz breite Plattform, da gibt es, glaube ich, auch Flyer auf den Tischen, ganz breit von Kirchen über Vorfeldorganisationen von Parteien und Bildungsinstitutionen und allen möglichen Stakeholdern. Also wirklich eine ganz breite Plattform, die sich da zusammengeschlossen hat und die super, also wo wir das auch ganz super finden, dass sie so aktiv ist. Genau, jetzt bin ich am Schluss quasi angekommen. Sie können mich jetzt löchern mit Fragen. Es gibt natürlich noch viele Details, über die man reden kann. Und ich würde vorschlagen, dass wenn wir die Fragen dann beantworten, dass wir jetzt so zwei, drei sammeln. Okay, ich hoffe, ich habe ein bisschen was dazu beigetragen, dass Sie sich auch in Zukunft als Handelshemmnisse ein bisschen begreifen. Danke. Ja, danke.
Danke, meine Frage ist schnell gestellt. Ich hätte es bitte gern genau gewusst, welche katholischen Organisationen sind gegen TTIP? Danke. Habe ich jetzt wieder gestraft, du Schüster? Georg Sansebe von den Grünen Bäuerinnen und Bauern. Wir haben da in Salzburg am Sonntag Landwirtschaftskammerwahl gehabt. Und am Dienstag ist dann ein großes Interview drin mit dem Landwirtschaftskammerpräsident Franz Esso. Sabine Salzmann hat ihn zu TTIP gefragt. Und hat gesagt, Handel ist ja nichts Schlechtes und jedes Land soll selbst entscheiden, was auf den Markt bringt. Also das hätte vor der Wahl wahrscheinlich nicht gesagt. Ja, ich habe eine Frage zur Gentechnik. In Österreich haben wir Gentechnik frei und in Europa auch gewisse Regionen. Wenn man praktisch das dann nach deinen Aussagen auch nicht halten können. Weil wenn da die Amerikaner fordern, wir können gleich mal ganz also den Stock klagen, wenn wir das verhindern. Aber das halten können. Gut, dann fange ich an. Also zuerst mal die Frage, welche katholischen Organisationen sind beteiligt? Bei der oberösterreichischen Plattform müsste ich die Oberösterreicherin bitten, das weiß ich nicht auswendig, ihr könnt es dann einfach auch ins Mikro sagen. Ich weiß, dass also wir auf Österreich-Ebene arbeiten wir stark mit der KSÖ zusammen und auch mit der KAB, der katholischen Arbeitnehmerinnenbewegung und auch mit der katholischen Frauenbewegung. Ja, die unterstützen uns auch in unseren Aktionen, auch die DK, die Dreikönigsaktion, unterstützt, ist jetzt nicht total aktiv, aber unterstützt das. Also man kann aber die Folder sind nicht mehr ganz aktuell, man kann das auf unserer Homepage, die ist, jetzt habe ich es abgeschaltet, die www.ttip-stoppen.at, da stehen auch die ganzen Unterstützerinnen oben. Also die Liste wird zum Glück auch immer länger und da sind ganz viele, viele oben. Und für Oberösterreich genau liegt das, ist das auch auf den Flyern da zu sehen, die auf dem Tisch liegen, also da ist die ganze Liste auch oben. Und genau, weiter, also jedes Land soll selbst entscheiden, was auf den Markt bringt. Wir sind ja, das habe ich auch vorher nicht so ausgeführt, wir sind prinzipiell nicht gegen Handel, ja. Ich trinke zum Beispiel auch gern Kaffee und Kaffee können wir dabei noch nicht anbauen in Europa. Und ihr Handel gibt es seit Jahrhunderten oder seit Jahrtausenden. Und das Handel ist per se nichts Schlechtes. Die Frage stellt sich schon, ob ein Handel mit Grundnahrungsmitteln braucht zum Beispiel, also mit Produkten, die wir in der EU gut herstellen können, ob wir die in die USA exportieren müssen und vice versa, also dass dann die gleichen Produkte hin und her geschifft werden, nur von verschiedenen Wirtschaftsakteuren, die halt alle versuchen, ihre Profite zu machen, dass man die Äpfel aus Südtirol in die USA exportieren müssen und dann die kalifornischen wieder importieren müssen. Also solche Sachen, Handels als Selbstzweck, finde ich, hat keinen Sinn, vor allem auch, also hat nur Sinn für ganz wenige, für die davon profitieren, und das ist nicht die Allgemeinheit. Weil nämlich unter anderem, wir wissen ja in der Diskussion Klimawandel, und niemand braucht glauben, dass wenn es vermehrt Handelsströme gibt, dass es nicht vermehrt CO2-Ausstoß gibt. Ja, und das sagt die Kommission auch selbst in ihren Studien, der Klimawandel wird, also der Ausstoß klimaschädlicher Gase zum Beispiel, der wird sich erhöhen. Sie sagen in nicht relevantem Ausmaß. Aber da gibt es auch keine genauen Studien, ja, also wo man das sind wir noch da dabei, dass wir da versuchen, auch Daten aufzutreiben, was da die Prognosen sein würden, wie viel CO2-Ausstoß da zum Beispiel mehr wäre. Und jedes Land soll selbst entscheiden. Also ich habe ja zum Beispiel auch diskutiert mit jemandem von der Landwirtschaftskammer, der hat gesagt, ihr wollt jetzt wirklich die Milch, dann die österreichische Milch oder Käse oder und so weiter in die USA exportieren. Und dann hat er gesagt, naja, nicht unbedingt, das ist jetzt nicht so das Ziel, aber wir haben ja den Binnenmarkt. Und wenn die Deutschen zum Beispiel mehr Milchprodukte, Milchpulver, Käse und so weiter in die USA exportieren können, dann können wir mehr nach Deutschland exportieren. Und das braucht man ja, weil wir müssen ja Absatz für unsere Überproduktion von Milch finden und deswegen braucht man das einfach. Ja. Also man muss da schon so sehen, dass es nicht alles immer direkt von Land zu Land ist, sondern dass man den europäischen Binnenmarkt ja auch als Ganzes sehen muss und dass die Entscheidungen dann nicht unbedingt, wir können national dann nicht unbedingt irgendwas entscheiden, weil es entscheidet ja auch nicht das Land, sondern wer entscheidet denn, wer exportiert? Die Molkereien entscheiden doch, ob sie exportieren oder nicht. Also wird ja nicht vom Minister entschieden, wer wohin was exportiert. Und also das sind Argumentationen, die entbehren schon noch einen Teil der Grundlage. Da geht es ganz bewusst um eine Agrarpolitik, die auch sagt, wollen wir uns europäisch quasi. Ich war ja bei diesem agrarpolitischen Grundkurs, den die Christine erwähnt hat, also wo Menschen sich interessieren für das Agrar- und Ernährungssystem und da im Einblick gewinnen wollen.
Und da haben wir heute über die GAP, die gemeinsame Agrarpolitik, geredet. Und in der Vorbereitung darauf bin ich immer auch drauf gekommen, es gibt ein Prinzip der GAP, das ja eigentlich völlig ad absurdum geführt wird. Und das ist das Prinzip der Gemeinschaftspräferenz. Und das bedeutet, übersetzt in eine normale Sprache, dass eigentlich alle Lebensmittel, die in der EU gut produziert werden können, in der EU produziert werden sollen und nicht importiert werden sollen. Und das widerspricht, das ist aber ein Prinzip, das ist festgelegt in den Verträgen. Dieses Prinzip wird ja dauernd unterwandert und unterminiert, indem wir sagen, es ist positiv, wenn man eben Dinge, die man auf beiden Seiten gut produzieren können, hin und her schiffen. Einfach, weil da irgendwer dann einen Profit einstreibt. Und zur Gentechnik, also ich meine, es wird uns ja versichert, wir werden die Gentechnik Freiheit, die wir in der EU nicht haben, aber die Selbstbestimmung, das Selbstbestimmungsrecht der Regionen, das werden wir behalten können. Das ist eine gute Frage und das berührt schon auch vielleicht in einen Bereich, wo man sagen muss, es wird uns immer vorgeworfen, ihr wisst es ja noch gar nicht, ihr sagt es immer, die Dokumente sind nicht transparent, nicht offengelegt, ihr wisst ja gar nicht, was verhandelt wird. Also warum sagt es dann immer, was für negative Konsequenzen es geben wird? Also einerseits muss man davon ausgehen, aus den Erfahrungen, die es gibt, eben zum Beispiel aus NAFTA, aus diesem nordamerikanischen Freihandelsvertrag, da gibt es ja Erfahrungen oder anderen Verträgen. Und andererseits muss man schon auch davon ausgehen, was wird jetzt in der politischen Diskussion von verschiedenen Stakeholdern gefordert. Und wenn ich sehe, dass die US und die EU Agrochemieindustrie massiv fordert, dass eben diese Hürden für die Gentechnikzulassung in der EU, dass die aufgeweicht werden, dann gehe ich davon aus, dass man das nicht 100% durchsetzen wird können. Und in dieser Pro-Kontra-Sendung ist der Minister auch gefragt worden, ja, ob er glaubt, dass er es durchsetzen kann. Und er sagt, natürlich, ja, wir werden uns da die roten Linien. Und da hat der Michel Reimann von den Grünen schon ganz zu Recht gesagt, ja, wir haben ja jetzt vor kurzem im Europäischen Parlament eine Abstimmung gehabt, das ist ja nicht mal EU-weit ein Konsens, dass wir Gentechnikfreiheit haben wollen. Also wir sind ja da nicht mal in einer Meinung mit den restlichen 27 EU-Staaten. Es gibt ein paar Bündnispartner, aber es gibt viele Länder, denen ist es, in Spanien zum Beispiel, ist die Diskussion um die Gentechnik, das ist, da gibt es ganz viel gentechnisch manipulierte Produkte in den Supermärkten, das ist keine gesellschaftlich relevante Diskussion. Oder eben zum Beispiel in manchen in Tschechien zum Beispiel. Ja. Also das ist, wir können nicht davon ausgehen, dass wir als EU mit einer Stimme das fordern können von den USA. Und wenn, sogar wenn wir es mit einer Stimme fordern würden, wäre die Frage, ob die nicht sagen, nein, das ist für uns ein No-Go. Entweder ihr bewegt euch da, oder wir bewegen uns auch nicht, und dann können wir es ja eh vergessen, das Abkommen. Das sind vitale Interessen von Konzernen. Und dann zu glauben, dass wir als gentechnikfreies Österreich das so super leicht durchsetzen können, das ist blauäugig oder naiv. Ja? Also das muss man natürlich sagen den Bürgern und Bürgerinnen, weil sonst würden sie sich ja noch mehr aufregen. Ne? Also das ist meine Meinung dazu. Natürlich wird der Herr Minister was anderes sagen dazu. Also, ganz sicher. Ja, Frau Salz, ich hätte ein paar Fragen, und zwar die Ernährungssouveränität von Österreich. Ein sehr guter Punkt, ein sehr wichtiger Punkt. Ich weiß es nur von Deutschland. Deutschland hat 40% seiner Anbaufläche nicht auf europäischem Boden. Das fällt für Ernährung und für Bekleidung. Also die Baumwolle wächst, gehört da auch dazu. Wenn jetzt Deutschland die Grenzen hochzieht, nichts kommt mehr hinaus, nichts kommt mehr herein, dann haben die eine Hungersnot in kürzester Zeit. Wie ist das dann in Österreich? Ich weiß es nur von den Bauern, die was in Amerika sind, da gibt es nur einige Glaubensgruppen, wie die Quäker oder die Mormonen, die haben nur Geld. Und den anderen Bauern geht es noch schlechter in Amerika als wie bei uns. Das wäre meine Frage. Ich habe eine ganz einfache Frage, betrifft das TTIP, Grund und Boden, den Handel mit Immobilien und sämtlichen wie Wald oder so, sonst welche, weiß ich nicht, Gebäude, die wir haben, Kirchen, Schlösser, sonst was? Ja, die Erwachungssitzung, liebe Frau Sarzer, liebe Christine, Gratulation zu dieser Initiative. Ich war dabei bei der ersten Demonstration in Linz unten und bin begeistert, wie sich das eigentlich auch sehr positiv entwickelt. Ich kann es nur unterstreichen, was gesagt worden ist, im ganzen Gegenteil, muss es leider wesentlich verstärken. Es ist noch viel, viel Ärger. Wir erleben das im Parlament, dass der Landwirtschaftsminister und dann sogar Lebensminister sagt, er ist natürlich gegen TTIP,
Dann fahrt er auf Grüne Woche auf Berlin, da ist er dann wieder für die TTIP und sieht schon wieder die Chancen für die österreichische Landwirtschaft. Dann erschüttert war er am Mittwoch, wie er mir erklärt hat im Jahresgespräch. Südkorea und China steht jetzt vor einem Abschluss mit dem Schweinefleisch, weil das könnt ihr euch vorstellen, der größte Schweinemester ist nämlich China. Die brauchen ja dringend österreichisches Saufleisch. Und es ist ja erschütternd, wenn man sich das anschaut und darf dann eine abschließende Frage stellen, weil ich glaube, wir könnten es relativ einfach runterbrechen mit der fehlenden Gesetzeslage, die man in der Heimatregion nicht handelt mit dem Qualitätsgütesiegelgesetz. Das ist also eine einfache Geschichte, seit 5 Jahren wird das verhindert. Weil sie wissen, wenn das durchgesetzt wird, dann ist das Einmal-Gütesiegel tot. Was eigentlich das Einmal-Gütesiegel damals bei der Einführung erfüllen sollte. Dort, wo Österreich draufsteht, muss Österreich drin sein. Wir haben das eingebracht, ich bin gerne bereit und stelle jeden Kontakt zum Parlament und natürlich auch zum Europäischen zur Verfügung. Wenn ihr Anfragen habt, es ist jede Anfrage an jeden Minister möglich und alles muss beantwortet werden und alles muss, wenn es nicht ausreichend beantwortet wird, in der Anfragebesprechung mit dem Minister im Plenum nur einmal besprochen werden. Gern haben Sie aber jetzt kriegt diesen Entschließungsantrag mit dem Qualitätsgütesiegelgesetz, wo alle Oppositionsparteien sofort zugestimmt haben und wie immer die Regierung 16/12 gesagt hat, ja, das ist jetzt schnell und da wird eh schon diskutiert, wie wir es wissen. Ich möchte noch ein kleines Beispiel bringen. Der Vorredner. Wie schlimm die Situation wirklich ist. Man hat ja das Gefühl, die machen jetzt da ein Büdel, das TTIP, diese Todsünden haben wir längst. Das ist neuseeländisches Rindfleisch. In jedem Metro-Geschäft, jeder Wirt, der bei der Metro einkauft, kauft Rindfleisch 18.600 Kilometer entfernt. Das ist argentinisches Maredo-Steak bei jedem Wedel. Jeder Wirt, der beim Wedel einkauft, hat argentinisches Rindfleisch. Freunde, das sind Fakten. Da braucht keiner nicht sagen, wo hast du das her, stimmt das. Und das Entscheidende, wie viel wir vom Ringwald einer haben, Palmöl wird völlig verschwiegen, das geht über Waschmittel, Kosmetik, natürlich bis zu den Blockheizwerken. Wir unseren gestohlenen, übertriebenen Wohlstand, den wir haben, den holen wir uns dort schon längst. Das ist höchste Zeit, dass diese Geschichten regionalisiert werden. Ich kann das nur voll unterstützen, es ist höchste Zeit, dass man zumindest die Grundnahrungsmittel aus diesem Wahnsinn ausnimmt. Ein Kilo Warz wird 55 Mal gehandelt an die Warenterminbörsen, bis das endlich dort ist, wo es hinkehrt. Und wenn wir dann wissen, dank Niederösterreich, der Dr. Gimborn hat jetzt in der letzten Nachtragssitzung, Gott sei Dank wird der Anfrage gestellt, eine Ärztin, wir haben auch die Ärzte auf dieser Seite, die müssen wir viel mehr einbinden, 60% der Teiglinge, bitte das Teil frisch beim Supermarkt Aufbacher kaufen kannst, kommen aus China. Und was dort dann Getreide und Müll und Gift drinnen ist, braucht man nicht erklären. Ich möchte auch jetzt in keinster Weise ein Referat halten, sondern die vollste Unterstützung anbieten, euch wirklich bitten, das ist für jeden ein Thema, egal welches soziale Niveau, egal ob Großfamilie, Kleinfamilie, wir bringen uns mit dem Wahnsinn selber um. Und die geben Gas, wir erleben das, wir brauchen das nur sehen, was los ist. Ich sage euch eine letzte Geschichte und bin gern bereit, auch das euch zur Verfügung zu stellen. Mein letzter Antrag am Minister war, weil man es vor der Grünen Woche in Berlin gesteckt hat, Leo, redet nicht über die Weltmeistertitel, redet nicht über die Europameistertitel beim KAS, sondern redet über den Preis, der erzielt wird. Ich stelle euch das gern zur Verfügung. Die untersten Preise sind Rumänien mit 1,25 Euro pro Kilo, Ungarn mit 2,25 Euro fürs Kilo. Wisst ihr, wie unwürdig das ist? Was da für Schindler drin wird. Und dann haben wir das Problem, dass die chinesische Milchwirtschaft jammert und sagt, die europäischen Billigimporte bringen uns um. Endlich diesen Wahnsinn anstellen im Sinne unserer Kinder und Enkel. So, gehen wir zum Beantworten. Gut, also ich fange mit dem Einfachsten an, dass ich nicht so einfach finde, also mit der Immobilienfrage. Ich muss gestehen, das weiß ich nicht. Ich habe mir das noch nicht angeschaut. Ich kann da nur spekulieren sozusagen. Also es ist ja nicht, also einerseits geht es da wahrscheinlich um Grundverkehrsgesetze, die es ja gibt, die aber zum Teil halt natürlich im europäischen Binnenmarkt schon unterwandert worden sind. Aber das müsste ich mir nochmal anschauen. Das weiß ich nicht genau, ob man da quasi den Ausverkauf der heimischen Kulturgüter und Wälder und so weiter, ob das auch davon betroffen ist. Zu dem anderen Thema, also Ernährungssouveränität für Österreich, ich finde,
Das ist ein bisschen schwierig, so zu diskutieren, weil für uns ist Ernährungssouveränität nicht was, was jetzt in nationalstaatlichen Grenzen gedacht werden kann. Weil Ernährungssouveränität im Sinn von La Via Campesina und auch von der Bergbauernvereinigung ist ein politisches Konzept, das quasi eine Art und Weise, wie Landwirtschaft und Ernährungspolitik gemacht werden soll. Und da geht es nicht primär um Selbstversorgung. Das wird sehr oft verwechselt. Ja? Also es geht uns nicht darum, dass wie können wir uns national selbst versorgen, dann sind wir nämlich ernährungssouverän. Das ist in unserer Denkweise von diesem Konzept nicht so, sondern es geht mehr um die Souveränität der Entscheidungen. Ja? Das ist das Zentrale. Also wie demokratisch sind die Entscheidungen? Wie können die Bauern und Bäuerinnen mitreden? Wie können die Bürger und Bürgerinnen mitreden? Wie souverän sind wir in der Gestaltung unseres Lebensmittel- und Agrarsystems? Und das basiert natürlich ganz stark auf einer lokalen und regionalen Perspektive, auf einer Perspektive, dass die Wirtschaftsbeziehungen regionalisiert werden müssen, dass aber auch die Kontrolle regionalisiert werden muss. Ja? Aber es geht jetzt nicht wirklich so um diese Frage, wie sehr kann sich Österreich oder Deutschland selbst ernähren. Das hat nichts damit zu tun, dass es natürlich auch wir sehr kritisch sehen, dass nicht nur Deutschland, sondern die gesamte EU mehr oder weniger eine riesige Landfläche auf anderen Kontinenten dieser Welt mit bewirtschaftet sozusagen oder dort ihre Grundlagen herbezieht. Aber also ich würde nicht sagen, dass Deutschland verhungern wird, sondern man müsste einfach, und das ist auch für viele Bauern und Bäuerinnen oft schwierig zu schlucken, man müsste einfach weniger Fleisch produzieren und weniger tierisches Eiweiß produzieren in Europa und dann könnten wir uns in Europa schon sehr gut selbst ernähren. Also wir müssten natürlich aufhören, so viel zu exportieren, was wir exportieren. Im Prinzip ist Europa eine riesige Fleischfabrik, wo irrsinnig viel Futtermittel importiert werden und irrsinnig viel tierisches Eiweiß exportiert wird. Und wenn man wieder zurückgeht, ich bin jetzt noch nicht so uralt, wie in meiner Kindheit hat es noch Fleisch am Sonntag gegeben, und zu solchen, also ich bin jetzt nicht für keinen Fleischkonsum, aber wenn man wieder zurückgeht zu so nach traditionellen Ernährungsgewohnheiten, dann könnten wir uns sehr gut in Europa selbst versorgen. Vor allem, weil wir auch Produktivitätsfortschritte haben, nicht nur mit Hilfe von Kunstdüngern und Hochleistungszucht, sondern auch in biologischen Systemen haben wir auch Produktivitätsfortschritte. Also davon bin ich überzeugt, aber das ist eine Vision, die natürlich auch längerfristig ist und TTIP unterminiert diese Vision der Ernährungssouveränität einfach noch mehr. Also das dazu, und es geht auch eigentlich nicht um Grenzen hochzuziehen, sondern um gewisse Marktregulierungs- und Schutzinstrumente. Natürlich schon, ja, also schon ein bisschen Zölle. Das heißt ja nicht, dass gar nichts reinkommen kann. Ich habe auch kein Problem, wenn es ein gewisses Ausmaß an argentinischem Rindfleisch und so weiter gibt, wenn das so teuer ist, dass sich jemand als Luxusprodukt leisten will und kann, weil ihm so viel Zoll drauf ist, dann wird das ein begrenztes, natürlich Luxusprodukt sein. Und dann wird es aber auch nicht die europäische Produktion jetzt besonders unter Druck setzen, weil es ihm so teuer ist, dass sich nur gewisse Menschen leisten wollen und können, und dann wird es einfach eine Nischensache bleiben und wird unsere Mutterkuhhalterinnen jetzt nicht unter Druck setzen. Und was ich schon ein bisschen bezweifeln will, Leo, ist, nicht alles auf dieser Welt kann man mit dem Qualitätsgütesiegel gesetzt lösen, weil das ist eine Argumentation, wo ich gerade in Bezug auf TTIP aufpassen würde, weil das nämlich auch die Argumentation vom Bauernbund ist. Und das ist die Argumentation vom Minister, dass man sagt, na, natürlich sagt der Minister nicht, er will ein Qualitätsgütesiegel Gesetz haben, das will er nicht. Klar, ich weiß, dass schon lange darum gekämpft wird und dass er das nicht will. Aber sich auf Kennzeichnung und auf die Entscheidung der Konsumentinnen zurückzuziehen, das ist die Argumentation vom Bauernbund. Und zu sagen, wenn die Konsumenten wissen, was aus Österreich kommt, und mit einem Qualitätsgütesiegel-Gesetz will ich das ja auch sicherstellen, dass die Konsumentinnen wirklich wissen, das Fleisch ist wirklich in Österreich eben geboren, aufgewachsen und so weiter. Aber auch wenn sie das wissen, löst das nicht das Problem, dass es nicht für alle Konsumentinnen auch in Europa wichtig ist, ja, zum Beispiel. Wir sind in Österreich total bevorzugt. Also das können wir Bauern und Bäuerinnen einfach uns sehr glücklich schätzen, dass es in Österreich einen ziemlichen Konsumpatriotismus gibt, einfach, ja. Der natürlich unterminiert wird durch gewisse Sachen, durch falsche Kennzeichnung und so weiter. Aber vielen Menschen in Österreich ist das wichtig. Das ist den Menschen in Spanien zum Großteil schnurzegal. Da gibt es diese Diskussionen einfach nicht, ja. Also ganz wenigen, da gibt es natürlich auch eine kleine Slow-Food-Bewegung oder so, aber in dem Ausmaß, wie auch der Durchschnitt der Bevölkerung in Österreich sagt, uns sind
einheimische Lebensmittel wichtig. Das gibt es nicht überall. Und wir können jetzt mit solchen Gesetzen auch nicht das lösen, auch nicht mit der Kennzeichnung lösen, dass, dass quasi Handelsregelungen, dass Standards gegenseitig anerkannt werden, weil es kann ja auch sein, dass es Leute gibt, die sagen, mir ist das wurscht, was das für eine Qualität ist. Ich nehme das Billigste und das ist dann im Wurscht, wie es produziert wird. Und das setzt dann natürlich auch die Qualitätsproduktion unter Druck. Also diese Kennzeichnung allein, sich auf dieses, die Konsumenten haben es halt dann in der Hand, sich auf das zurückzuziehen, das würde ich in diesem Fall also ein bisschen gefährlich finden. Ja, also ich glaube, ich hoffe, ich habe das jetzt beantwortet. Ah ja, noch ganz ein Satz zu China und Südkorea. Ich finde das auch schon sehr interessant. Ja? Also der Minister betätigt sich jetzt als Botschafter der österreichischen Produkte in Südostasien. Ganz stolz hat er auf der Weltmesse, das glaube ich auch ganz stolz erklärt, dass er jetzt in Singapur war und in China und dort schon die Auditierungen für die österreichischen Produkte durchgeführt hat. Also wir haben jetzt quasi wir haben Dinge, die wir bei uns nicht mehr loswerden. Da holen wir uns andere Produkte rein und dann schauen wir, dass wir möglichst viel den asiatischen Markt beliefern. Das finde ich auch wieder, also ich muss schauen, in letzter Zeit komme ich immer mehr zu dem Schluss, dass es eben nur diese zwei Möglichkeiten gibt. Entweder ist eine grenzenlose Naivität vorhanden oder es ist einfach, sind da eben Zielsetzungen dahinter, die wir nicht so ganz genau, die uns nicht gesagt werden. Zu glauben, dass China nicht selbst in der Lage ist, seine Milchproduktion über kurz oder lang so anzukurbeln, dass ihnen die österreichische oder europäische Milchprodukte völlig, also dass sie sie überhaupt nicht mehr brauchen, das finde ich auch naiv. Ja? Also in einem Land, wo so viele Menschen gibt und das so riesengroß ist, dann wäre man da auf chinesische Märkte zu setzen, das ist maximal eine ganz kurzfristige Lösung, die vielleicht ein paar Jahre funktionieren kann. Und also das ist keine zukunftsfähige Lösung für die Probleme der österreichischen Bauern und Bäuerinnen. Gut. Fragen noch? Ja, hallo. Ich bin von Attac Monserland. Ich habe eine Makroveranstaltung gehabt zu dem Thema. Und ich habe eine Frage, ob du das vielleicht weißt, was ist denn mit den Unterschriften passiert, die diese kleinformatige Zeitung gesammelt hat? Weil bei uns kommt immer wieder die Frage, wann diese Unterschriftenlisten aufliegen. Ich habe ja eh schon unterschrieben und so viel ich weiß, ist aber dieses selbstorganisierte Bürgerbegehren, was da jetzt läuft, nicht dasselbe wie die Unterschriften von der kleinformatigen Zeitung, um sie nicht zu nennen. Und was ist mit diesen 500.000 oder was waren Unterschriften eigentlich passiert? 500.000 waren es von der kleinformatigen Zeitung. Ja, das ist die Frage. Also bei den Begehren sind es ja schon 1,5 Millionen, soweit ich weiß, und ich möchte nur appellieren, unterschreibt es auch, wenn ihr schon dort unterschrieben habt, weil soweit ich das verstanden habe, ist das was anderes und ja. Wenn es jetzt da zwei oder drei Länder gibt, die, wo die Stimmung eher gegen TTIP ist, können die theoretisch das verhindern? Ja, also Kassen Luxemburg, Österreich und Deutschland. Sie haben vorhin geredet von, also im Vorspann, im ersten Film, war es unter anderem die Arbeitnehmerrechte, dass auch die Gefahr besteht, dass die Arbeitnehmerrechte unterwandert werden. Bei uns ist ja eigentlich alles in Gesetzen, Kollektivverträgen und Verordnungen geregelt. Da gibt es ja ein, zwei, drei Beispiele, wo da Arbeitnehmerrechte unterwandert werden könnten. Ja, ich möchte nur nachfragen zu dem Vorschlag aus der Schweiz, die Landwirtschaft also da herauszunehmen, wie das gemeint ist. Ich glaube, die Landwirtschaft, das ist ja der Hauptfaktor für die ganzen Handelsprodukte. Wer wird sich vorstellen können, dass, was ich, Europa sagt zu USA, ihr dürft kein Soja mehr exportieren. Das ist ja, da ist ja das Interesse da, dass ein Überschuss erzeugt wird, weil dann bleibt der Preis schon niedrig, wenn der Überschuss da ist. Also, und wenn man die Landwirtschaft noch ausnimmt, wo ist die Grenze? Ist das Rennen über den Bauern? Nehme ich die Molkerei mit rein? Nehme ich den Schlachthof mit rein? Und so weiter. Also ist das, die Landwirtschaft, die geht ja so weit rein, so tief. Okay. Danke für die interessanten Fragen. Also die Unterschriften des Kleinformats, das muss ich auch sagen, also das weiß ich nicht, was die damit gemacht haben. Da müssen wir mal nachfragen, also was damit passiert ist oder wem sie die übergeben haben oder überreicht haben.
Es ist so, dass es eben diese europäische Bürgerinitiative gibt, die ist aber eine selbstorganisierte Bürgerinneninitiative. Da muss man vielleicht dazu sagen, es gibt seit dem Lissabon-Vertrag das Instrument, dass wenn 1 Million Bürger und Bürgerinnen in den gesamten 28 EU-Ländern ein Anliegen sozusagen einbringen, dann muss die Kommission sich damit beschäftigen, das Parlament muss einen Plenartag darüber beraten und muss das in Betracht ziehen. Das ist sowieso ein zahnloses Instrument, weil sie hat keine wirklichen gesetzlichen Folgen oder keine institutionellen Folgen, sie müssen es zumindest drüber reden. Die bekannteste solche Initiative war übers Wasser, also über Privatisierung von Wasser. Und da gibt es auch so Auflagen, es müssen in so und so vielen Ländern so und solche Quoten erreicht werden. Also geht nicht, dass die 1 Million jetzt nur aus Deutschland kommt zum Beispiel, das geht nicht. Dieses Instrument, das wollte jetzt eine breite Plattform von Organisationen aus ganz Europa nutzen, um ihm zu zeigen, Bürger und Bürgerinnen in Europa sind gegen TTIP und hat das eingereicht bei der Kommission letztes Jahr im Juli, dass wir eben so eine Bürgerinneninitiative, dass wir die einbringen wollen. Und das wird dann formal betrachtet und es ist dann abgelehnt worden mit der Begründung, dass in diesen ganzen Verordnungen drinsteht, dass Bürgerinneninitiativen sich nur auf etwas beziehen können, wo es einen Rechtsakt gibt. Und nachdem es bei TTIP noch nichts gibt, es ist ja noch nichts ausverhandelt, kann man da leider keine Bürgerinitiative dagegen machen. Also ganz salopp formuliert, die Formulierung war natürlich schon ein bisschen juristischer, aber eigentlich eine Frechheit sondergleichen. Ja. Also wenn noch nichts ausverhandelt ist, dann könnt ihr leider nicht, eure Meinung dazu nicht sagen, das können wir nicht tun. Der Vorteil wäre gewesen, dass die Kommission dann eben diese Bürgerinitiative auf eine Kommissions-Homepage gestellt hätte und die Übersetzungen wären in alle Sprachen der EU-Länder da, dort gestanden und dann hätten die Menschen dort online unterschreiben können. Das hat ihm die Kommission gesagt, nein, leider nicht, weil das entspricht den formalen Kriterien nicht. Da gibt es jetzt eine Klage dagegen beim Europäischen Gerichtshof. Bis das die Klage durch ist, dauert es wahrscheinlich noch Jahre. Also haben sich diese Organisationen entschieden, eine selbstorganisierte Bürgerinitiative zu machen. Das heißt, das hat natürlich noch weniger gesetzliche Konsequenzen, aber es ist natürlich ein deutliches Symbol. Und das wirklich Spannende war, die ist im Oktober online gegangen und man kann ja sowohl auf Papier unterschreiben als auch online. Und obwohl man bei der richtigen von der Kommission hätte man ja ein Jahr Zeit, diese 1 Million Unterschriften zu sammeln, war die 1 Million nach 2 Monaten erreicht. Nach 2 Monaten hat es 1 Million Unterschriften gegeben. Und das ist einfach ein Erfolg, der gewaltig war. Und jetzt ist das nächste Ziel, sind es 2 Millionen Unterschriften. Also insofern, alle, die noch nicht unterschrieben haben, bitte noch unterschreiben. Wir sammeln weiter. Wir wollen sammeln bis nächsten Oktober. Wir hätten ja ein Jahr Zeit und dann schauen, wie viele Unterschriften wir haben. Also vielleicht ganz auch 3 Millionen, das wäre auch nicht schlecht. Also zu Themen, aber das hat nichts miteinander zu tun. Ja? Also die Zeitung ist nicht daran beteiligt. Die Frage, können 2 bis 3 Länder, können die da was verhindern? Das ist eine komplexe verfahrenstechnische Frage. Es ist so, ich habe gesagt, die Kompetenz für Investitions- und Handelsabkommen ist auf EU-Ebene. Nachdem diese Abkommen aber natürlich umfassende Abkommen sind, also berührt ja auch viele andere Bereiche, die nicht unbedingt EU-Kompetenzen sind, sondern zum Teil die Kompetenzen der Mitgliedstaaten. Würde das dann ein gemischtes Abkommen sein, so heißt das dann. Ein gemischtes Abkommen muss im Europäischen Parlament die Zustimmung bekommen und in 28 Parlamenten der Mitgliedstaaten. Bei CETA, das ist ja schon fertig verhandelt, wissen wir aber jetzt noch immer nicht, ob es gemischt ist oder nicht. Also das ist jetzt nicht so, dass wir das sagen können, das ist ja auch eine juristische Auslegungssache dann so, und da können dann auch die Mitgliedstaaten sich aufregen, wenn die Kommission sagt, nein, es ist nicht gemischt und so. Das ist quasi, wenn es gemischt ist, müssen die Mitgliedstaaten mit, die Parlamente da eben auch mit zustimmen. Wenn es nicht gemischt ist, dann kann es nur ist es nur im Europäischen Parlament. Also schon mal der erste Punkt zu der Frage, ob es in die nationalen Parlamente kommt oder nicht. 2 bis 3 Mitgliedstaaten könnten natürlich dann schon, wenn die Mitgliedstaaten sagen, die Parlamente sagen, nein, wir unterzeichnen das nicht, weil unsere Bürger und Bürgerinnen wollen nicht, würde eigentlich formal, könnte das dann nicht in Kraft treten. Nur, da gibt es auch wieder Pferdefüße, es ist unklar, auch juristisch unklar, ob dann nicht die Kommission sagen kann oder die anderen Mitgliedstaaten, alle Bereiche, die jetzt quasi Gemeinschaftsrecht sind, die Kommissionskompetenz sind, die treten sowieso in Kraft und nur das, was den Mitgliedstaat betrifft, das tritt nicht in Kraft. Ja? Also nur die Kompetenzen von Österreich zum Beispiel, dort wo wir nationale Entscheidungshoheit haben. Nur das tritt dann nicht in Kraft, was dann auch mehr oder weniger wirkungslos wäre.
Und die dritte Sache ist, wir haben ja gesehen bei der Abstimmung über die EU-Verfassung, dass wenn ein Mitgliedstaat dagegen stimmt, was dann passiert, es dauert nicht lang, dann wird der Mitgliedstaat dann auch dazu dafür stimmen, also nach einiger Zeit des Drucks von den anderen. Also wenn es jetzt nur ein oder zwei sind, dann sind die Chancen relativ gering. Und die vierte oder dritte, weiß ich jetzt nicht mehr in meiner Punktuation, Sache ist noch, dass wir gesehen haben, zum Beispiel jetzt bei EU-Kolumbien ist eben auch ein Freihandelsabkommen, das ist nicht so umfassend mit all diesen Sachen, mit Investitionsschutz und allem, aber bei EU-Kolumbien hat zum Beispiel Österreich noch nicht unterzeichnet und viele andere Länder auch noch nicht und es ist aber schon seit 2 Jahren in Kraft. Also das ist ein provisorisches Inkrafttreten, das mehr oder weniger vollendete Tatsachen dann schafft. Und irgendwann werden es die Mitgliedstaaten dann schon unterzeichnen, die können das noch nach Jahren unterzeichnen. Das ist jetzt dann nicht so wichtig, wann die dann wirklich unterzeichnet haben. Also das sind alles Sachen, die natürlich sagen, nationale Spielräume sind schon relativ beschnitten, was aber nicht heißt, dass es nicht total wichtig ist, die nationalen Regierungen unter Druck zu setzen, weil sie ja im Rat, sie können jetzt nicht das Mandat abschaffen, also der Faymann plus Merkel und plus Luxemburg, die können jetzt nicht das Mandat abschaffen, das habe ich ja vorher gesagt, einstimmig. Aber sie können weiteren Verhandlungsschritten die Zustimmung zum Beispiel verweigern. Und das sind schon Sachen, und sie können, also natürlich gibt es eine Macht. Und natürlich ist es so, bei so einem übermächtigen Gegner muss man alle Mittel und Wege ergreifen, wie man quasi Druck aufbauen kann. Ja? Also deswegen haben wir auch zum Beispiel diese Gemeinderesolution, wir von der TTIP-Stoppen-Plattform, wo wir wirklich auch, wo ich jetzt auch Sie und euch alle motivieren möchte gerne und ersuchen möchte, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr einen Draht habt, entweder selber im Gemeinderat seid oder einen Draht zu jemandem im Gemeinderat habt, es gibt eben so eine vorbereitete Resolution, die ist im Internet zu finden, die Gemeinden verabschieden können, wo Gemeinden sagen können, wir sind eine TTIP-Seta-TISA-freie Gemeinde, das ist natürlich auch ein bisschen populistisch, weil das heißt, ich bin eine TTIP-freie Gemeinde, aber eben sich um sich hinzustellen, wir sind dagegen, wir wollen das nicht. Das haben auch ÖVP-Bürgermeister inzwischen schon unterschrieben und der Herr Karas hat uns, wie wir vor 3 Wochen in Brüssel waren, haben einen Termin mit ihm gehabt, der ist ÖVP-Abgeordneter im Europäischen Parlament, der hat gesagt, ja, er hat jetzt alle Bürgermeister, alle ÖVP-Bürgermeister, mit denen hat er alle, mit allen telefoniert, die das unterzeichnet haben. Ja. Wir haben jetzt ca. 100 Gemeinden österreichweit, wir wollen im ersten Schritt mal 250 haben, also die Luft nach oben ist noch offen und das sind oft Allparteienbeschlüsse, also wo wirklich auch alle, auch die ÖVP zustimmt, weil auch kommunale Rechte da beschnitten werden. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo, also man muss auf allen Ebenen ansetzen. Gemeinden, Landtage, in den Landwirtschaftskammern, egal, wenn ich Gewerkschafterin bin, dann im Betriebsrat, im ÖGB, aber natürlich auch auf EU-Ebene. Man muss diesen Widerstand vielfältig spielen, aber man kann es nicht sagen, es gibt eine erfolgsversprechende Strategie, die gibt es nicht. Wir müssen da auch breit aufgestellt sein, das sind wir davon überzeugt. Und die Arbeitnehmerinnenrechte, also das ist ein, natürlich, nachdem ich heute mich ein bisschen auf die Landwirtschaft konzentriert habe, ist ein ganz zentraler und wichtiger Punkt und ist auch der Punkt, warum zum Beispiel die Gewerkschaft ProG bei uns dabei ist oder auch eben der ÖGB eigentlich, die ÖGB, zumindest viele Mitarbeiterinnen, die mit dem Thema beschäftigt sind, sehr dagegen sind, ist, weil es in den USA überhaupt, das ist ja auch im Film rausgekommen, ganz schlechte Verankerung der Arbeitnehmerinnenrechte gibt. Es gibt ja die sogenannten ILO-Kernarbeitsnormen, die ILO ist die internationale Organisation für Labor, also für Arbeit. Und da gibt es Normen, so Arbeitsnormen, was sind eigentlich die Rechte? Da gibt es 8 Kernarbeitsnormen und die USA hat davon nur 2 unterzeichnet. Und das ist zum Beispiel das Recht, Betriebsräte zu gründen. Das gibt es nicht in den USA, das Recht, Betriebsräte zu gründen. Das ist auch zum Beispiel, das sind Rechte wie Mutterschutz und so weiter, die sind einfach schlechter gestellt. Arbeitnehmerrechte in den USA und natürlich, wenn dann Konzerne global miteinander in Konkurrenz treten und ihre Tochtergesellschaften bei uns haben, gibt es auch Befürchtungen, da gibt es quasi auch Beweglichkeit von Arbeitnehmern, Arbeitnehmerfreizügigkeit, das heißt nicht, dass jetzt dann Millionen von Arbeitnehmern nach Europa kommen können, aber für gewisse Saisonschichten ist es schon vorstellbar. Mobilität von Arbeitskräften und es ist natürlich der Druck, der ausgeübt wird, wenn wir Freihandel mit einer Region, wo es billiger ist für Konzerne zu produzieren, weil sie eben quasi ihre Arbeiter schlechter behandeln. Ich bin da jetzt nicht Expertin in dem Bereich, aber das sind so die Eckpunkte, dass man sagt,
die auch da hier eine Nivellierung nach unten, die natürlich auch die europäischen Gesetzgeber unter Druck setzt, die Gewerkschaften sind noch nicht mehr so mächtig, wie sie früher mal waren, die europäischen Gesetzgeber unter Druck setzt, bei uns vielleicht dann auch ein bisschen die Arbeitnehmerrechte zu beschneiden. Hat es ja schon auch Bestrebungen gegeben, also auch mit, wie tun wir dann, wie viele Stunden pro Tag dürfen wir denn arbeiten, ja, mit Flexibilität und solche Sachen. Und der letzte Punkt mit der Landwirtschaft rausnehmen, sollen wir die Landwirtschaft rausnehmen? Also ich finde, der Herr Binswanger, wenn er das gesagt hat, das ist ja löblich von ihm, aber ich finde, es ist nicht genug. Also mir persönlich als Bürgerin reicht auch nicht, die Landwirtschaft rauszunehmen, sondern wenn, dann muss man sagen, das ganze Abkommen müssen wir stoppen. Weil es ist auch nicht gut, wenn wieder hochtoxische Produkte auf den Finanzmärkten noch weiter gehandelt werden können. Und es ist auch eben, wie gesagt, die Arbeitnehmerrechte, es geht um Umweltstandards auch ganz massiv, es geht um Gesundheitspolitik, es geht um kommunale Dienstleistungen, es geht um ganz viele verschiedene Bereiche, die uns ja als Menschen alle betreffen. Wir Bauern und Bäuerinnen sind ja nicht nur Bauern und Bäuerinnen, sondern haben ja auch gewisse Bürgerinnenrechte und überhaupt. Also das, ich finde das viel zu kurz gegriffen zu sagen, die Landwirtschaft. Die Bemerkung, dass die Landwirtschaft der wichtigste Wirtschaftssektor ist, das stimmt überhaupt nicht. Ja? Weil wenn man sich die Zahlen anschaut, Österreich zum Beispiel, also in der EU ist es nicht so, und auch in Österreich ist es so, von unserem Außenhandel mit den USA ist die Landwirtschaft bewegt sich im Bereich von 8%. So, das ist relativ minimal. Ja. Es ist nicht so viel. Also ich habe sogar mal für diese Diskussion mit meinem Ruprecht aufgeschrieben, 2013 waren es 447 Millionen Euro, die in die USA an Wert von Produkten exportiert worden sind. Das ist jetzt nicht besonders viel. Also wir exportieren ca. 9 Milliarden Euro in verschiedene EU-Länder hauptsächlich, und aber knapp 500 davon in die USA und insgesamt, glaube ich, war es bei 5 Milliarden Euro oder so, was Österreich in die, an anderen Produkten, also da geht es um Firmen wie Miba, wie Andritz, wie Föst, wie Ballfinger, die quasi exportieren in die USA und jetzt nicht unbedingt die Lebensmittelindustrie. Und von den 500 Millionen Euro, muss man sagen, ist ein Hauptanteil, also 4/5 bis so, zum Teil 7/8, ist einfach ein Energy-Drink, der Flügel verleiht, und der Rest ist Klacks. Ja? Also unsere Interessen in die USA zu exportieren sind bis jetzt, also da gibt es nicht viele, ein paar Tiefkühlerbsen, habe ich vergessen. Ja, die Tiefkühlerbsen. Und umgekehrt ist natürlich aber das Interesse der US-amerikanischen Lebensmittelindustrie natürlich schon sehr hoch am europäischen Markt. Und natürlich das Interesse der europäischen Lebensmittelindustrie am amerikanischen Markt ist sehr hoch, aber es ist jetzt nicht mengenmäßig die höchsten Handelsflüsse. Aber es gibt ein starkes Interesse, weil das starke Industriesektoren sind. Und man muss sagen, also wenn man sich anschaut, die Statistik, welche Sektoren haben am meisten lobbyiert, dann ist bei weitem, und zwar massiv, exponentiell, ganz hoch oben die Lebensmittel- und Agrarindustrie. Die haben am allermeisten lobbyiert, auf beiden Seiten des Atlantiks. Also ganz, ganz stark, viel, viel mehr als Pharmazie, viel mehr als Maschinenbau, als Automobilindustrie und so weiter. Also um ein Vielfaches haben die mehr lobbyiert. Also die Interessen sind da die massivsten. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass es zu einem TTIP kommt, ohne dass diese Interessen befriedigt werden. Weil das sind die hauptsächlichen Treiber, ja. Auch wenn der Herr Lebenswertminister gesagt hat, in der Diskussion mit ihm in Impuls 4 hat er gesagt, ja, aber die Interessen der deutschen Automobilindustrie, die sind ja so wichtig. Ja. Also die Interessen bestehen natürlich auch. Ja. Das ist keine Frage, oder der Deutschen Bank und etc. Grüß Gott, weil zuerst also die Rede von Gemeindebeschlüssen war, ich darf sagen, die Marktgemeinde Vöcklomarkt hat kommenden Donnerstag unter Punkt 11 diese Resolution auf der Tagesordnung, und ich kann so... Bravo, super! Ich darf jetzt schon sagen, dass wir diese Resolution einstimmig beschließen. Wunderbar. Eine Frage dazu, wie wird denn so eine Resolution gewichtet? Das ist ja nicht nur eine Stimme. Ja, grüß Gott, Andreas Billig, Sammer, Grüne Bauern. Ich freue mich über den Bürgermeister, dass er das, ich brauche ihn jetzt nicht mehr dazu auffordern, jetzt nachdem er das gesagt hat. Er ist in guter Gesellschaft, Dalgau, auch eine schwarze Gemeinde, hat sie bereits deklariert, auch Gampern, rote Gemeinde. Ich wollte Anfragen zu
einem Motiv, was man immer wieder in Pro-TTIP-Artikeln liest. Die beginnen häufig damit, dass man davor warnt, wenn Europa und die USA sich nicht zu einem großen Handels- und Wirtschaftsblock zusammenschließen, dann schließen sich statt uns die Amerikaner mit den Chinesen und dann entstehen also andere Blöcke, der BRICS-Block und so weiter. Und dann hat Europa das Nachsehen und die anderen sind die Starken. Meine Frage ist jetzt, ist dieses Blockdenken, ja, ist es nicht eigentlich ein militärstrategisches Blockdenken, was aus der Zeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg kommt? Und ist dieses Blockdenken im 21. Jahrhundert noch relevant? Ja, ich bin die Katharina Stückel aus St. Martin im Innkreis und den kennen Andreas gut. Wir kämpfen oder arbeiten gemeinsam an der Front der Grünen Bauern. Und ich habe den Satz heute mit, den der Schultes im letzten Bauer geschrieben hat. Schließlich hätten die USA und EU gemeinsam gegenüber Russland und China genügend Einfluss im globalen System mitzugestalten. Eine in TTIP verankerte strategische Energiepartnerschaft wäre ein starkes Signal an Russland. Ich sage jetzt da gar nichts dazu, nur um das zu unterstreichen, wie das lautet. Ich habe dann nur 4 Fragen dazu geschrieben. Ich habe den Bericht, also der Bauer Oberösterreich-Ausgabe von 11.02.2015, aktuelles ÖK, Hermann Schulte als Präsident. Bei TTIP braucht es harte Verhandlungen, Polemik schützt weder bäuerliche Anliegen noch unsere Chancen. Bis zum letzten Satz zerfranst und in Frage gestellt, das sind 3 Seiten geworden. Ich glaube, wenn man da drin weiterdaten, bringt man 5 oder 10 Seiten zusammen. Und ich glaube, mit den Sachen müssen wir einfach raussehen, weil wir dürfen uns das nicht gefallen lassen, dass wir uns mit solchen Argumenten und solchen Aussagen zermühlen lassen. Ja, ich habe nur eine Frage. Die Amerikaner verhandeln ja mit den Chinesen auch noch. Und wenn praktisch Europa nicht mittut mit den Amerikanern, dann wird uns eigentlich gesagt, dann haut es weg vom Markt und dann könnt ihr zusammenpacken. Gut, danke schön. Also zuerst mal, ich freue mich wirklich sehr, dass da quasi eine weitere Gemeinde unsere Resolution unterzeichnen wird. Ich würde auch alle bitten, die es unterzeichnen, dass man uns das quasi an die Kampagnenadresse auch sagt, weil wir machen da so ein schönes Tool, wo man das wirklich sieht, wo welche Gemeinde, da gibt es so kleine Haken, also dass man es auch auf einer Karte anschauen kann, wie viele Gemeinden eben schon sich da dazu bekannt haben. Und zu Ihrer Frage, wie das gezählt wird. Also man muss einfach dazu sagen, das ist ja kein rechtliches Instrument, wo man da irgendwie dann sagen können, okay, das zählt jetzt als Stimme gegen TTIP, sondern es ist natürlich ein politisch symbolisches Instrument und ein Instrument, das auf andere Ebenen der Politik einen Druck auswirken soll und ausüben soll. Und das tut es ja auch, wie ich vorher schon gesagt habe, der Herr Karas wird sie dann, ich weiß nicht, von welcher Partei Sie sind, aber wenn Sie schwarzer Bürgermeister sind, dann wird er Sie anrufen. Wenn Sie roter sind, dann wird er vielleicht den Namen schicken, weiß ich nicht. Es übt einen Druck aus auf diejenigen, die dafür sind. Ja? Und das sehen wir einfach. Der Mitterlehner Wirtschaftsminister Mitterlehner hat mehrmals schon gesagt, dass ihn diese Gemeinderesolution den letzten Nerv zieht, weil das quasi eben der Druck von Institutionen kommt, von Kommunen kommt und eben auch oft Allparteienbeschlüsse sind und weil der Druck von der eigenen Basis dann auch kommt. Ja? Und diesen Druck, den müssen wir einfach auch noch verstärken, weil es ist ja nicht so, dass es nicht in allen Parteien Menschen gibt, die nicht für die Interessen der Bürger und Bürgerinnen kämpfen. Zum Thema, ich sage jetzt, ja, Energiepartnerschaft. Ich will noch vielleicht ein Wort zum Lebenswertminister sagen. Das ist mein neuer Spitzname für ihn. Also zum Minister, der hat ja, weil vorher auch der Leo Steinbichler gesagt hat, der hat einmal pro und einmal contra und hin und her, wie das Fähnlein im Wind. Also ich glaube, dass es auch 2 Gründe gibt, warum er jetzt sehr explizit pro TTIP ist. Natürlich mit den roten Linien, nicht zu vergessen. Das eine ist, dass er innerhalb der ÖVP unter Druck ist von der Industriellen Vereinigung.
und von anderen Interessen. Und das Zweite ist, dass die Europäische Dachorganisation, die COPA, das ist die Dachorganisation des Bauernbunds, dass die eine massive Pro-TTIP-Position fährt. Also das ist natürlich auch die Interessen eben der deutschen Landwirtschaft, der holländischen, der französischen und so weiter. Also die fahren massiv eine Linie, das heißt, und sie wollen natürlich, dass alle ihre Mitgliedsorganisationen da mitfahren. Also das, denke ich mal, sind diese zwei Gründe, die auch dazu beigetragen haben, dass sie das jetzt auch recht explizit ist. Und die Landwirtschaft natürlich im Vergleich am österreichischen Bruttoinlandsprodukt ist nicht so viel Beitrag, wie es gibt halt andere Interessen, die sozusagen stärker sind als diese 500 Millionen Exporte, die wir in den USA haben. Ja. Und zu dem anderen Punkt, ich bin froh, dass ihr das auch angesprochen habt, weil ich das auch nicht, also ich habe mir schon so viel erzählt, aber weil ich das auch nicht mit reingebracht habe. Es gibt natürlich dieses geopolitisch-geostrategische Argument und es kommt immer. Es wird immer in Diskussionen, die ein bisschen ausführlicher sind, auch gebracht. Und ich finde es auch schon sehr interessant, weil ich habe auch heute einmal gesagt, dass uns Gegnerinnen immer diese Panikmache, diese Angstmache vorgeworfen wird. Sagen immer, ihr redet immer von Chlorhühnern und von Hormonfleisch und ihr macht einfach so viel Angst, kann man das nicht? Die Frau Köstinger, die Bauernbundabgeordnete im Parlament, die sagt das immer, ja, wir wollen das sachlich diskutieren und diese Panikmache und dieser Populismus, diese Polemik, ja, das, also da kann man nicht diskutieren. Ich finde es interessant, dass ich eigentlich finde, dass die Angstmache mehr von den Befürwortern betrieben wird, sondern nämlich die Angst, wir bleiben zurück in einem globalen Wettbewerb, in einem globalen Wettbewerb. Wir kommen unter die Räder gegen die Amerikaner, verbünden sich mit den Chinesen. Da kommen wir sozusagen, wir haben da keine Macht mehr. Also diese Angst, wir werden Arbeitsplätze nicht schaffen können, wir bleiben quasi Innovation, nichts mehr geht weiter. Dass diese Angst, die wird geschürt und das wird quasi verwendet, bewusst als Druckmittel. Ja. Wir machen jetzt nicht so viel Panik, sondern wir zeigen Entwicklungen, finde ich, wir zeigen Entwicklungen auf, die es schon woanders gegeben hat, Tendenzen, Prognosen und sagen, wo gibt es Risiken und Gefahren und wo müssen wir aufpassen, einfach, finde ich. Ja. Und es kommt dann auch immer das Argument mit dem EU-Beitritt, da haben die Grünen auch gesagt, es wird Blutschokolade und Schittl aus Joghurt geben. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich die Grünen waren oder ob es nicht die FPÖ war, aber wurscht, beide vielleicht, ja, die sind ja jetzt auch beide gegen TTIP. Und das ist eben nicht eingetroffen und die österreichische Landwirtschaft hat die Exporte versiebenfacht seit dem EU-Beitritt. Man muss auch sagen, die Agrarhandelsbilanz ist ungefähr gleich negativ geblieben wie damals. Damals haben wir halt ungefähr 1 Milliarde exportiert und 2 Milliarden importiert und jetzt exportieren wir halt 9 Milliarden und importieren 10 Milliarden. Also okay, mit Inflation ist jetzt ein bisschen positiver geworden, aber es ist jetzt nicht so dramatisch besser, sondern man schifft halt einfach viel mehr hin und her. Ja? Und dann zu sagen, das ist eine Erfolgsstory für die österreichische Landwirtschaft mit einem Drittel weniger Bauern und Bäuerinnen seit dem EU-Beitritt, das finde ich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ja? Also diese Panikmache auch mit China und mit den USA, die finde ich eben nicht gerechtfertigt. Und das Argument hat aber natürlich schon seinen Hintergrund. Man muss schon sehen, und das ist jetzt nicht so, dass die USA unbedingt jetzt mit China so schnell gemeinsame Sache machen. Ich glaube, da wird die EU früher mit China verhandeln als die USA. Es gibt kein Freihandelsabkommen zwischen den USA und China, aber die EU beginnt schon Gespräche in diese Richtung mit China. Und was reinkommt, ist, dass die USA auf der anderen Seite ihres Kontinents quasi über den Pazifik dieses transpazifische Abkommen verhandelt, aber das ist mit Japan, das ist mit Australien, das ist, glaube ich, mit Singapur, das ist mit Peru, mit Chile, also es sind so Staaten, die am Pazifik liegen und da dieses Abkommen, und die USA erhoffen natürlich, dass sie mit diesen beiden großen Handelsräumen, transpazifisch, transatlantisch, wenn die beide abgeschlossen werden, dann geht es um 70% des Welthandels, der damit umfasst ist. Und wenn man 70% des Welthandels quasi, wenn man da ein Player ist, dann kann man global die anderen Player unter Druck setzen. Das ist ganz klar. Und wer sich mit der WTO beschäftigt hat, mit der Welthandelsorganisation, der weiß, da gibt es Verhandlungen schon seit vielen Jahren, die gehen nichts weiter, weil es eben zum Beispiel diese BRICS-Staaten, was Andreas erwähnt hat, BRICS ist quasi das Akronym für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, und das sind sozusagen die,
die Schwellenländer, die anstrengenden Länder, die Industrieländer, die EU und Kanada und USA und Australien und so weiter, und diese Industrieländer immer es nerven, auch bei den WTO-Verhandlungen, weil die ihre eigenen Interessen natürlich auch verfolgen. Ja? Das sind jetzt nicht so wie die Entwicklungsländer, die man total unter Druck setzen kann. Und diese BRICS-Staaten, die werden hochstilisiert als etwas total Böses, die laufen uns global gesehen den Rang ab als Vormacht. Wir Europäer, wir haben doch die Vormachtstellung mit, zusammen mit den Amerikanern. Und da kommen diese bösen Länder und wollen uns diese Vormachtstellung jetzt streitig machen. Das heißt, wir müssen einen Schulterschluss machen, damit wir denen das nicht ermöglichen. Und das sind natürlich geopolitisch, geostrategische und auch militärische Argumente ganz sicher. Und mit der Komponente Russland, auch mit Energie, ist es ja massiv so, dass die EU ganz massiv daran interessiert ist, an Flüssiggasimporten aus den USA. Die USA, die interessiert es natürlich nicht so besonders. Die haben genug Energie selbst zur Verfügung. Die brauchen noch nicht so viel importieren. Die sind noch nicht so abhängig wie die EU von anderen Quellen. Und die USA sind eigentlich eher ziemlich, da gibt es ziemlich einen Widerstand auch von den Verhandlern, die sagen, na, Flüssiggasexporte, sowas, das wollen wir eigentlich nicht mit reinnehmen ins Freihandelsabkommen. Ja. Das, also, auch das sind europäische Interessen, weil man sich unabhängig machen will, natürlich von Russland und diese Interessen dann da reinspielen. Und dann wird man natürlich auch massiv mit Ängsten gespielt. Ja, eben die bösen Russen. Und das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel in Osteuropa der Widerstand gegen TTIP relativ gering ist, weil dort Menschen gar nicht auch nur in den Verruf kommen wollen, dass wenn sie gegen die Amerikaner sind, sind sie nämlich dort pro-russisch und dann wird natürlich auch ganz stark mit Emotionen gespielt. Also das ist ein Argument, das immer kommt. Ich versuche das zu entkräften, also einerseits, es wird immer positiv herausgekehrt, nicht nur, dass wir, also es wird einerseits Angst gemacht, aber andererseits auch, wir können dann für gute globale Standards sorgen, für hohe Standards, für unsere tollen hohen Standards, global gesehen. Ja? Und wenn nicht, dann sorgt China für die schlechten globalen Standards. Und das ist halt schon noch eine ziemliche Frechheit, sowas zu behaupten, weil die EU und die USA haben schon mit vielen Regionen der Welt Freihandelsabkommen und hat noch nie für gute globale Standards durch diese Freihandelsabkommen gesorgt, sondern im Gegenteil, sie benutzt ja diese Abkommen, um möglichst viele Rohstoffe aus all diesen Ländern zu bekommen, wo es niedrige Standards gibt. Ja, das ist ja auch ein Teil unserer Wettbewerbsfähigkeit, dass wir diese Länder, wo es niedrige Arbeitsstandards gibt, wo es niedrige menschenrechtliche Bestimmungen gibt, wo es niedrige Umweltstandards gibt, dass wir das ausnutzen, also dieses Argument das zu behaupten, dass wir dann als sozusagen als die globalen, weiß ich nicht, Wächter der Menschenrechte dann diese Standards umsetzen, das ist eine ziemliche Frechheit, sowas zu behaupten. Und in Wirklichkeit geht es darum, einfach wer spielt in der ersten Liga. Und jetzt hat man eben Angst und vor Russland, China etc. Und jetzt muss man das verhindern. Und das ist eben das geopolitische Ziel dahinter. Und deswegen wird TTIP auch bei der NATO-Tagung, Vollversammlung lang und breit natürlich diskutiert. Das ist auch ein strategisches Ziel der NATO, TTIP durchzusetzen, also TTIP durchzukriegen. Das muss man eindeutig sagen. Aber um jetzt nicht so negativ zu enden, ja, dass wir dann alle in Lähmung sind. Menschen haben ja, also prinzipiell alle Errungenschaften, die es gegeben hat im Laufe der letzten Jahrhunderte, sind von widerständigen Menschen erkämpft worden. Wir haben auch als Zivilgesellschaft schon viel durchbekommen. Wir haben das Frauenwahlrecht erkämpft, oder? Wir haben Arbeitnehmerinnenrechte erkämpft. Wir haben die Saatgutregulierung gestoppt. Wir haben ACTA gestoppt und so weiter. Also wir können auch viel tun. Und wenn wir uns da zusammenschließen und uns nichts einreden lassen und uns eben Angst machen lassen durch eine Religion des Freihandels indoktrinieren lassen, dann können wir dieses Abkommen stoppen, tragen wir auch dazu bei, dieses Ungeheuer, wie Susan George gesagt hat, ans Licht zu zehren und möglichst viel davon zu erzählen. Danke.